whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
this kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Montag ist es wieder Zeit für Racing League eSports. Muss mal ein bisschen warm werden hier. Ja, Liga 1 schauen wir uns an. Zwei Splits haben wir ja. Wir schauen uns Split 1 an. Sind beim 15. Rennen bereits von 19 insgesamt. Also sind schon so, ja, letzte Züge der Saison sozusagen. Und ja, der harte Kern ist auf jeden Fall noch dabei. 24 Autos müssen heute dabei sein. Jawohl, auf der Strecke gerade unterwegs. Das sind auch hauptsächlich die relativ weit vorne in der Tabelle stehen. Ja, manche ein bisschen später dazugekommen, manche ja nicht so oft mitgefahren, beziehungsweise vielleicht nach den ersten Rennen ja schon wieder gegangen. Aber viele, viele, die auf jeden Fall vorne mitfahren, sind auch heute dabei. Bleibt also doch relativ spannend in der Gesamtwertung, die wir uns nachher mal anschauen. Vor allem, ja, um Platz 1 haben wir auf jeden Fall mal zwei Aspiranten hier, die noch um die Gesamtwertung kämpfen. Top 10 allgemein haben wir noch relativ enge Kämpfe. Aber schauen wir uns nachher mal an. Wir gehen mal auf die Strecke, denn wir haben noch 16 Minuten Qualifying hier und wollen mal gucken, wer so dabei ist. Über PS4 musste man im Discord schauen von RLE. Mit PS4 habe ich nichts zu tun, deswegen kann ich das jetzt so spontan gar nicht sagen. Wenn du im Discord bist, müsste das da irgendwo verlinkt sein. Falls dir das hilft, hoffe ich natürlich. So, dann gehen wir mal durch. Wir gehen wie immer durch die Startnummern. Und da ist, ja, die Nummer 1 natürlich hier als erstes dran. Das ist hier der BMW von Ricardo Hillegeist. Der Führende der Gesamtwertung entsprechend auch. Der, ja, im letzten Rennen gut Punkte, ja, ausbauen konnte. Der, ja, weil er gefahren ist. Und der Husfeld, der Nick Husfeld, ist letztes Rennen nicht mitgefahren. Deswegen hat er da ein bisschen was liegen lassen. Daher der Vorsprung in der Gesamtwertung gerade mal wieder ein Tick größer geworden. Wir 5 Rennen haben wir noch mit heute. Also gucken wir mal, ob er hier weiter Punkte ausbauen kann. Heute ist Husfeld auf jeden Fall wieder dabei. Gerade noch keine Zeit gesetzt. Hillegeist hat jetzt eine gesetzt, und zwar die Polezeit. Mit einer 2 Minuten 18,052. Gehlang haben wir gerade auf der 2. Und noch Kreling und Müller mit gezeiteten Runden. Alle anderen, ja, müssen wir nochmal kurz warten hier. Warte, ich kann dir sonst kann ich eine Einladung schicken? Warte mal. Jetzt gucken, ob das funktioniert. Ah, hier, da. Nee, da. Warte mal. Guck mal, ob das funktioniert, wo du da auf den Discord mit drauf kommst. Da müsste das irgendwo in einem Kanal verlinkt sein, auf jeden Fall. Ja, also, der Erste hier der Gesamtwertung, auch gerade erst hier im Qualifying, aber ist noch relativ früh. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Da, ja, schauen wir mal, was da geht. Sind ja noch ein paar schnelle Fahrer dabei. Die Nummer 11, das ist die nächste Startnummer, Max Ohlinger, der sich hier gerade, ja, noch nicht ganz in den Top 10 halten kann. 1,2 Sekunden hier im BMW für Mosquito Motorsport unterwegs. Gehen wir weiter zur Nummer 13, Chris Hoske, Monkey Town Racing. Von den Monkey Towns haben wir ja einige im Feld, fast alle Porsche. Ich glaube, das hier ist der einzige, ja, nicht Porsche, der Audi nehme ich hier von Chris Hoske nämlich, der jetzt hier auch eine Zeit setzen wird. Kommt gerade aus der Busstop, aus der alten Busstop, aus der Schikane raus, über die Linie. Gucken wir mal, Position 8, 0,8 Sekunden, also reiht sich da wunderbar in die Top 10 aktuell ein, nach vorne, nach hinten. Ja, minimale Abstände im Moment. Gucken wir mal, ob das so bleibt. Strecke jetzt inzwischen auf optimal. Ich glaube, eben beim Start von Qualifying war es auch schnell. Aber jetzt noch relativ, ja, sehr gute Bedingungen, muss man fast sagen. 22 bzw. 24 Grad. Jeweils Luft und Strecke. Da kann man noch gute Zeiten setzen. 18.0 haben wir jetzt hier schon gesehen. Mal gucken, ob wir noch in die 17er Zeiten reingehen. Hillegeist auf jeden Fall gerade dabei, hier vielleicht die erste 17er zu setzen. Wir gehen weiter zu Phil Bartel. Das ist auch noch, doch nochmal Monkey Town Racing. Also noch ein Lexus. Ja, aber nicht in Gold gehalten, wie alle anderen Fahrzeuge hier. Aber der Lexus, ja, auf der Geraden sehr gut unterwegs. Aktuell noch keine gültige Zeit, ist aber gerade dabei, der Phil hier eine Zeit zu setzen mit dem Lexus mit der 17. Wir gehen weiter zur Nummer 23, Ben Utzer, iMcLaren für RLE Racing Ducks.
Fährt hier, ja, aktuell auf der 12. Wir sehen jetzt die erste 17er Zeit, 17,8 von Hillegeist. Aber Husfeld auch locker nochmal ähnlich schnell, wenn nicht sogar schneller auf der dritten Position aktuell. 6 Zehntel hat er im Delta. Da kommen wir nämlich auch direkt hin. Das ist dann nämlich mit der 24 Monkey Town Racing der Porsche gerade im letzten Abschnitt unterwegs Richtung Blanchimont, 0,7 Sekunden. Und Alexander Gründel, der Teamkollege, mit der 999 17777. Ja, da könnte er nochmal rankommen. Mal schauen, halbe Sekunde Rückstand, 0,7, aber im Delta. Also da könnten wir in die mittleren 17er gehen. Bin mal gespannt, wo die Reise noch hinführt. Sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr solide Zeiten, die wir hier sehen. Bleiben nochmal kurz drauf auf dem 24er Porsche. Und gucken mal, ob er hier wirklich die 2-3 Zehntel Vorsprung rausfahren kann, die da gerade hat. Na, nicht ganz 2 Zehntel sind es, aber fast. Husfeld jetzt hier auf der ersten Position und das ist ganz, ganz wichtig, dass er Hillegeist noch mal ein paar Punkte abnimmt. Wir gehen weiter zur 27, das ist dann Club Racing, Marcel Lang sitzt im BMW M4 drin, hat noch keine gezeitete Runde, keine gültige jedenfalls, daher müssen wir uns noch mal ein bisschen gedulden. Die ersten 20 Autos haben wir auf jeden Fall schon mal mit einer Zeit, da fehlen jetzt also noch 4, eher einer davon. Da gucken wir dann gleich nochmal drauf. Wir gucken mal auf den Tim Schafhauser. Das ist Direct Drive Dudes, die Nummer 30, ein Aston Martin. Relativ selten auf der Strecke heute zumindest. Haben wir relativ viele Porsche und BMWs, wenn ich es richtig gesehen habe. Also wie gesagt, das haben die am Anfang der Saison ausgewählt, die Autos. Also das hat nichts mit der Strecke zu tun. Ja, Tim Schafhauser haben wir hier aktuell noch auf der 24, ohne Zeit. Auch da müssen wir uns noch kurz gedulden. So, Pierre Meyer auf der 3, auch in der Gesamtwertung auf der dritten Position. Relativ sicher, nach vorne, nach hinten hat er doch einiges an Punkten jeweils. Luft, also wenn er hier die letzten Rennen alle mitfährt, sollte er ja Gesamtwertung Dritter eigentlich werden. Wenn er hier zumindest halbwegs in die Punkte reinfährt. Letztes Rennen ja leider nur 4 Punkte, glaube ich, geholt. Davor 2 Rennen ja nicht mitfahren können, weil er krank war. Aber heute ist er auch wieder dabei. Und wir sehen auch, pacetechnisch ist er dabei. Auch hier knapp 0,2 Sekunden hinter Position 1. Hillegeist gerade wieder mit einer, ja, schnellsten Runde, zumindest im Delta. Jetzt hat er es auch umsetzen können. 2 Minuten 17,5. Nochmal 600. schneller als Husfeld. Also die beiden in der Gesamtwertung vorne, auch hier vorne. In gleicher Reihenfolge. Also die geben sich da auf jeden Fall mal nix, schenken sich nix. Mal sehen, was macht der AMG hier auf der 11 aktuell. Das ist Thomas Weinzettel mit der 62. Gratis Bona Racing Club. Ja, er gerade auf einer Outlap unterwegs. Auch da fehlt nicht so viel, um mal ein bisschen nach vorne zu kommen. So 1, 2, 3 Zehntel, dann können schon weiter in die Top 10 reingehen. Gucken wir mal, ob er hier, ja, die Strecke gut meistert gleich. Urus steht ja auch nicht so einfach mit jedem Fahrzeug hier. Ein oder anderes Fahrzeug da ein bisschen unsicher zum Teil. Stefan Krehling, den haben wir hier im Porsche, gerade in der Boxengasse auf der 13. Knapp eine Sekunde hinter der Spitze. Aber auch da fehlt nicht so viel, um zumindest mal 1, 2, 3 Positionen zu gewinnen. Hier in dieser ewig langen Boxengasse. Da steht er auch gleich, hat sich zurückteleportet und damit wird er, denke ich, nochmal gleich rausfahren. 10 Minuten haben wir noch Zeit. Mosquito Motorsport, sein Team, der 68er Porsche. 2 Nummern weiter, die Nummer 70, Oliver Gehler. Noch ein weiterer McLaren tatsächlich. Auch hier auf einer gültigen Runde, wie es aussieht. Aber noch konnte er, ja, die erste Hälfte oder, ja, ersten Sektor mehr oder weniger noch nicht mehr rausfallen als vorher. Mal sehen, wo er vielleicht noch was rauskritzeln kann. Schikane kann man mal ganz schnell was verlieren. Aber auch, ja, Kurven davor, wo man den Schwung mit rausnehmen muss im letzten Abschnitt. Das summiert sich da natürlich auf, wenn man da gut rauskommt oder eben halt auch nicht. Hier geht es gerade durch die Piff-Puff. Einmal rechts, einmal links rum. Da kann man auch relativ weit rausfahren auf den Curb. Dann geht es hier, ja, rechts im Bild rüber und dann durch Campus Richtung dann gleich Blanchimont. Philipp Noack, der Teamkollege von Hillegeist, der auch für GoFast Racing dementsprechend unterwegs ist mit der 99. Position 8 hat er sich schon mal schnappen können. Auch er wird nochmal rausfahren. Wir sehen es, das Auto bewegt sich. Sollte sich also hier gleich aus der Boxengasse bewegen. Da passiert es auch. Da oben auch der AMG fährt nochmal raus. Mal sehen, ob er vielleicht seinem Teamkollegen davor nochmal ein bisschen helfen kann. Und da vor allem die Monkey Town Porsche ein bisschen ärgern kann. Martin Kraus, so rum, die 110, das ist hier der AMG, den wir gerade gesehen haben, genau, da kommt er auch aus der Box raus, ja, wartet hier, kommt vielleicht gerade einer, ja, da der BMW rechts, aber sollte kein Problem sein, die Boxenausfahrt, wenn sich der auf der Strecke sich schon befindet, bisschen links hält, neben dem Strich, dann kommen da beide ganz gut auf die Camel Straight drauf und dann passt das auch alles. Ja, Martin Kraus hier auf der 16 im Moment, Mosquito Motorsport. Gucken wir mal, was er nochmal rausholen kann. 1,25 Sekunden auf die Spitze, wo sich gerade, ja, nicht so viel tut. Philipp Witzmann auf der 4, inzwischen Michael Schneider auf der 6.
Den haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Ne, da kommt gleich noch die 169. Das ist Daniel Müller. Das ist einer von mehreren Monkey Town Racing Porsche. Er hat die 169, wie gesagt. Auf der 10 ist er unterwegs. Gerade auch erst auf einer Outlap. Auch hier müssen wir noch mal ein bisschen warten. Dann haben wir Benedikt Alisch. Das ist das AKW bei Orange One Racing Team. Ja, die 179. Position 8 hat er sich schnappen können. Lassos, Kurve 1 eben. Bisschen mehr rausnehmen oder rausholen können. 0,1 Sekunde hält sich auf jeden Fall hier Richtung Urush und Radion. Schauen wir mal, ob er die beiden Kurven hier ja, gut bekommt. Schön links ausholen, rechts rumzirkeln und dann das Auto gerade stellen über den Curb, über die Kuppe rüber und dann schön die Geschwindigkeit mitnehmen. Alles hier auf die Camel Straight, wo wir sicherlich das ein oder andere Überholmanöver sehen werden. Vor allem Richtung ja, der nächsten Kurvenkombination, Le Comp und Bruxelles, nee, nix Bruxelles, mal mit die danach und danach Bruxelles. Hier geht's ganz oft zu zweit rein, meistens auch, ja, einer dann raus, manchmal aber auch zu zweit wieder raus. Wird dann sehr, sehr spannend. Meistens kann man sich hier auf der Innenseite durchsetzen, weil dann, wie gesagt, gleich Bruxelles kommt, diese 180-Grad-Kurve, hier einmal rechts den Berg wieder runter. Dann gehen wir auf die 19. Position. Hier Markus Spielberg, die 202, momentan ja auf der 19, 0,1 Sekunde im Delta. Auch damit würde er nochmal ein, zwei Positionen vielleicht gewinnen, 0,2, 0,3 hier da so einiges liegen lassen in der letzten, oder in seiner schnellsten Runde vielmehr, muss ja nicht die letzte gewesen sein. Also da ist noch einiges an Potenzial. Können wir mal kurz gucken, Spielberg Gesamtwertung 10. Ah ja, letztes Rennen, glaube ich, 2. geworden. 27 Punkte hat er sich geholt. Dürfte 2. Platz sein. Also bestes Ergebnis, deutlich bestes Ergebnis dieser Saison. Gott, sollte mal ein bisschen warm werden. Ja, 2 Positionen dementsprechend gewonnen zum letzten Rennen. Mal gucken, Top 10 auf jeden Fall mal möglich in der Gesamtwertung. Drücken wir ihm mal die Daumen. Wir gehen jetzt zum nächsten BMW, Philipp Witzmann, den haben wir, glaube ich, oben gerade schon gesehen in der Boxenausfahrt, als der AMG rauskam, hier mit der Nummer 390, Position 4 aktuell, also sieht sehr, sehr gut aus, eine Hundertstel fehlen ihm auf Alexander Gründel, wird nochmal gucken, dass er das hier rausholen kann, hat noch 5 Minuten gleich Zeit, also 2 gezeitete Runden hat er auf jeden Fall nochmal und dann schauen wir mal, ob es hier vielleicht sogar nochmal für die erste Startreihe reicht, da muss er noch ein bisschen mehr rausholen. Also sehr, sehr gute Zeiten. Gründel aktuell mit 0,3 im Delta. Aber Hillegeist kann direkt kontern, aber jetzt gerade ungültig. Damit Gründel wieder auf einer absolut schnellsten Runde unterwegs. Wir gehen weiter zum Herrn Fischer. Club Racing, die 404. Das ist hier der Porsche, der Weiße auf der 22. 1,4 Sekunden, aber auch da, ja, könnte er sich da eine Sekunde Marke nähern. 0,2 hat er ja schon im Delta. Mal sehen, wenn man vielleicht nochmal in der Schikane was findet vielleicht. Blanchimont hier geht ja Vollgas, aber dann nächste Schikane. Kann man auch mal ganz schnell was verlieren oder gewinnen beim Anbremsen oder beim Rausbeschleunigen. Können wir mal kurz draufbleiben, schauen wir mal, ob er sich hier noch deutlich verbessern kann. Gründel jetzt auf die 1 gegangen, 17,472. Haben wir gerade gesehen, kann er also das Delta gut über die Ziellinie bringen. So, Fischer bringt hier die 0,1, 0,2 auch über die Linie. Platz 20 damit aktuell. Kann jetzt auch nochmal, ja, drei Runden ganz knapp setzen. Mal sehen, wenn er gut durchkommt. Wir gehen mal zu Lukas Finke rüber. Das ist der 420er Monkey Town Porsche auf der 19. Also auch etwas weiter hinten gerade platziert. Kommt gerade über die Linie mit 0,5 Sekunden, also da geht es wieder ein Stück nach vorne, auf die 11 sogar, knapp an den Top 10 vorbei, aber auch er kann doch mal natürlich was nachlegen. Patrick Gonzalez, den haben wir im Aston Martin, das ist der dritte GoFast Racing Pilot, die anderen beiden sind ja Porsche, Porsche sag ich schon, BMW natürlich, Hillegeist und Noack, die gerade auf der 2 und auf der 6 unterwegs sind, er, glaube ich, von den dreien immer etwas weiter hinten platziert, auch hier aktuell auf der letzten Position, gerade mit einer ungültigen Runde, wie es aussieht leider, also wird sich diese Runde nicht verbessern können, aber danach vielleicht nochmal. So, einer der wenigen Hondas, das ist Michael Schneider für die Affenbande, die 896, also schon bei den etwas höheren Nummern unterwegs. Er hier unter einer halben Sekunde dran, an der Spitze zumindest, also gar nicht so weit weg, doch relativ eng da, würde ich mal sagen. Sehr vielversprechend, vor allem bei so einer langen Strecke sind so enge Abstände nochmal umso, ja, wertvoller, würde ich mal sagen. Sonst hat man auf, umso länger die Strecke ist, eigentlich nochmal größere Abstände, hast ja mehr Zeit, was zu verlieren auf der auf dem Track hier. Aber wir sehen 0,2. Also da könnte es nochmal ein richtig gutes Stück nach vorne gehen. Wenn er das nach Hause bringt, dann wäre das sogar, na, zweite Startreihe. Müssen wir mal schauen. Ich gucke mal Michael Schneider, wo der in der Gesamtwertung ist. Der ist 11. Ja, 11. ist er. Ja, letztes Rennen leider keine Punkte holen können. Aber sonst doch relativ regelmäßig in den Punkten, wenn er denn gefahren ist.
Ja, aber hat gereicht, um hier womöglich nochmal in die Top 10 zu rücken in der Gesamtwertung. Ein paar Punkte fehlen da allerdings im Moment. Uns fehlen noch zwei Autos, Kurt Hassel unter anderem. Das ist hier der Porsche mit der 911 Monkey Town Racing. Auf der 19 scheint jetzt auch nicht mehr rauszufahren. Kurt Hassel also dann auch eher weiter hinten. Gleich in der Starterstellung, Gesamtwertung ist er 14. Ja, hat sich zweimal schon zweistellige Punkte abholen können, sonst waren die eher einstellig. Aber wie gesagt, wenn du die ganze Saison mitfährst, punktest, dann bist du trotzdem doch im Mittelfeld, vielleicht sogar Top 10. Ja, dann fehlt es nur noch Alexander Gründel, das ist der 999er, der eben noch führende. Husfeld hat sich aber gerade Position 1 geschnappt mit ganzen 13. nochmal Vorsprung. 17.170, also ja, fast schon in die 16er rein, nicht ganz, fehlt nochmal ein kleines Stück, mal gucken, vielleicht kriegt er nochmal was hin. Damit haben wir auf jeden Fall die beiden oder zwei Porsche auf jeden Fall von Monkey Town Racing auf 1 und 2, Willegeist auf der 3. Ja, wird ihn nicht so freuen, dass Husfeld da zwei Positionen jetzt erstmal Vorsprung hat. Aber ja, der muss jetzt hier richtig, richtig gut punkten, um hier noch vielleicht den Gesamtsieg zu holen. Schauen wir mal. Alexander Gründel, glaube ich, auch relativ neu dabei, seit paar Rennen erst. Können wir nochmal kurz gucken. Gucken, wo ist er? Der Gründel. Ach da, auf der 13. Der fährt aber auch erst seit 4 Rennen mit. Aber da hat er gut gepunktet. Einmal Zweiter geworden, das erste Rennen, was er gefahren ist. Letztes Rennen hat er gewonnen und die schnellste Runde. Dafür gibt es ja auch einen Punkt. Er hat einmal 22 und 18 Punkte geholt. Aber werden ja zwei Streicher rausgerechnet. Damit hat er insgesamt 58 gewertete Punkte aktuell. Aber gucken wir uns gleich in der Startausstellung nochmal in Ruhe an, wie das alles in der Gesamtwertung aussieht. Wir gehen vielleicht mal auf seinen Teamkollegen rauf, nämlich Nick Husfeld. Ihr 88.000stel auf Platz 2 jetzt aktuell, weil Hillegeist offenbar ja gerade nochmal eine Zeit gesetzt hat. Also das ist da mal ein richtig schöner Zweikampf. Jetzt die beiden da so ein bisschen weg vom Rest des Feldes im Moment. 0,4 Sekunden. Aber Husfeld gibt sich hier nicht geschlagen. Ja, wir sehen es hier. 2 Zehntel findet er immer noch. Gerade mal 3 Zehntel hier Eingang von der Piff-Puff. Muss nicht heißen, dass er das auch mit aus der Piff-Puff rausnimmt. Aber würde trotzdem reichen, um nochmal eine Zeit zu setzen. Ich weiß nicht, Hillegeist, doch, der kann ja auch noch eine setzen. 50 Sekunden haben wir ja noch Zeit. Das heißt, die Runde kann er noch beenden. Husfeld, müsste noch für eine Runde reichen. Ganz knapp, 40 Sekunden hat er noch. Ist jetzt noch ungefähr 30 Sekunden unterwegs. Ein paar Sekunden bleiben also noch, um nochmal eine Zeit zu setzen. Hat ja leider wieder ein bisschen an Delta verloren. Gründel eben auch 3 Zehntel im Delta gehabt auf der 3. Also, er hätte vielleicht nochmal mitspielen können bei der Musik. Gucken, Pierre Meyer auf der 5. Der könnte sich vielleicht den Michael Schneider nochmal schnappen. Also wir sehen da auf den ersten Positionen geht es noch ordentlich zur Sache, auch hier in den letzten Minuten des Qualifyings. 15 Sekunden noch, jetzt fängt es gerade mal an zu regnen. Bin mal gespannt, wie es gleich im Rennen ist. Aber damit kann Husfeld natürlich keine Zeit mehr jetzt setzen. Keine ernstzunehmende, bleibt damit auf jeden Fall ja maximal auf der zweiten Position. Aber auch Hillegeist, der jetzt hier mitten im zweiten Sektor ist, wird natürlich keine Zeit mehr setzen. Auch Pierre Meyer, sehr schade für ihn jetzt hier, auch mitten im zweiten Sektor unterwegs. Beendet jetzt das Qualifying, wie wir sehen. Ja, der Regen kam jetzt einen Tick zu früh, sonst hätten wir vielleicht noch ein paar Positionswechsel gesehen. Aber damit ist das Qualifying ja praktisch zu Ende. Haben von allen eine Zeit gesehen, vorne eine 17.082. Ganz hinten haben wir Patrick Gonzalez mit einer 19.367. Ja, die meisten fahren hier 17er, 18er Zeiten auf jeden Fall. Ja, Pierre, ich hab's auch gerade gesagt, der Regen hätte mal halbe Minute später kommen sollen, ne? Hat es ja noch ein bisschen was im Delta gerade. Aber Platz 6, da geht doch sicherlich noch mal ein bisschen was im Rennen vielleicht. Hast du auf jeden Fall eine Aufgabe, um was zu tun. Ja, gucken wir gleich mal, wie es im Rennen ist. Gucken, ob auch die Piloten sich vielleicht darauf vorbereitet haben. Mal schauen. Oder ob wir vielleicht sogar einen Wetterwechsel haben. Wir fahren ja gleich eine Stunde. Kann ja gut sein, dass es vielleicht dann trocken wird oder nass oder wie auch immer. Gucken wir gleich mal. Jetzt auf jeden Fall Qualifying beendet. Es geht in die Startausstellung und das sieht erstmal trocken aus. Also das ist doch schon mal eine gute Nachricht, zumindest für die meisten Piloten hier. Aber vielleicht gibt es ja nochmal den Wetterwechsel. So, einmal in die Boxengasse müssen auch alle die längste Boxengasse, die wir hier so haben. Ja, also bevor wir dann in die Startausstellung gehen, ich muss nochmal kurz eine hübsche Kamera suchen, schauen wir uns vielleicht mal die Gesamtwertung an. Da kommt sie reingeflogen, 14 Rennen haben wir also hinter uns, 5 noch mit heute, vor uns Ricardo Hillegeist mit 318 Punkten. Wie gesagt, letztes Rennen konnte er da, lass mich kurz gucken, 22 Punkte, glaube ich, erfahren, ja. Und Husfeld ist da nicht mitgefahren. Und ja, die zwei Streicher sind auch schon rausgerechnet, also das ist tatsächlich momentan der
Stand der Dinge hier, Pierre Meyer auf der 3, wie gesagt, er ist relativ safe da im Moment. Wenn er weiterhin in die Punkte fährt, sollte er da auch bleiben. Dahinter haben wir so ein paar Piloten bis Platz, ja, 7, 8, 9 vielleicht auch noch 10, die da auf jeden Fall noch einiges an Position tauschen könnten, je nachdem, wie die letzten Rennen dann so verlaufen. Zwischen 12 und 13 haben wir aktuell eine relativ große Lücke, aber Gründel auch erst, wie gesagt, heute das 5. Rennen dabei und immer gut in den Punkten unterwegs, startet hier ja auch von der 3. Also könnte sein, dass der auch nochmal in die Top 10 reinfährt, wenn er da weiterhin vorne mitfährt. Ja, Kurt Hassel, Manuel Müller und Lukas Hunter da ganz, ganz dicht zusammen. Auch dann da weiter hinten alles, ja, nicht so weit auseinander. Da wird sich einiges sicherlich nochmal tun, je nachdem. Chris Kaiser auf der 8, glaube ich, nicht mehr dabei. Schon seit einigen Rennen fährt er nicht mehr. Da wird doch nochmal ein bisschen durchgereicht werden, nehme ich an. Also ein Platz in den Top 10 auf jeden Fall noch drin hier für die Verfolger. Ja, so sieht's aus. Die ersten 30 seht ihr hier. Gibt natürlich noch mehr, aber ich habe jetzt nur mal die ersten 30 hier dargestellt. Einige, ja, wie gesagt, fahren auch gar nicht mehr mit. Aber der harte Kern, wie gesagt, so, ja, sagen wir mal, die, so 20 Autos fahren ja eigentlich immer mit, die hier dann entsprechend auch gut punkten können. So, dann würde ich sagen, gehen wir in die Startausstellung und gucken uns das Resultat mal an. Guck mal hier, Ricardo Hüllegeist, also für Go Fast Racing auf der ersten Position, dann gefolgt von zwei Monkey Town Porsche. Der erste ist der Nick Husfeld, hier mit der 24, die 999 auf der dritten Position. Michael Schneider, der Honda-Pilot für die Affenbande, hat sich auch nochmal in die zweite Startreihe fahren können. Hat dann hier gleich die linke Seite beim Start. Auf der 5 haben wir Thomas Weinzettel, der einzige, nicht ganz einzige, zwei AMGs haben wir. Da haben wir ja noch Martin Kraus auf der 10, aber der bestplatzierte AMG hier auf der 5. Der Thomas Weinzettel, dann haben wir Pierre Meyer im Audi mit der 35, startet von der 6. Hätte sicherlich nochmal 1-2 Position gut machen können, aber da kam ja, haben wir gesehen, eben der Regen. Philipp Witzmann haben wir im BMW, der zweitbestplatzierte BMW, das AKW bei Orange Ones im Racing Team mit der 390, startet von der 7. Dann die 99, da haben wir Philipp Noack, der startet von der 8. Haben wir eigentlich schon Vollgas gehabt? Ich mach's mal fest, die Scheiße. Ja, wie jetzt? Na, das Gaspedal doch. Oliver Gehler haben wir dann einen von zwei McLarens. Das ist hier die Nummer 70 für Mosquito Motorsport auf der 9. Weiter geht's mit Martin Kraus. Das ist der zweite AMG. Auch Mosquito Motorsport sehen wir hier an der roten Farbe. Ganz gut, sein Teamkollege gleich rechts neben ihm. Hoffen wir mal, dass die sich da ja halbwegs in Ruhe lassen in der Startphase. Hoffen natürlich, dass es allgemein gut geht. Gibt ja doch einiges an Gefahrenpotenzial hier. Dann gehen wir weiter zu Benedikt Ahlisch. Da hat sich ganz für die Top 10 gereicht. Ein paar Reihen hinter seinem Teamkollegen. Benedikt Ahlisch hier auf der 11 unterwegs mit der 179. Lukas Finke, der startet von der 12. Das ist hier der nächste Porsche von Monkey Town Racing, die 420. Hier ein weiterer Teamkollege mit der 169, Daniel Müller. Also auch die beiden. Ja, werden mal gucken, dass die sich da nicht ins Gehege kommen. Natürlich für die Teamwertung, die es auch gibt. Dann haben wir wieder, glaube ich, zwei weitere Teamkollegen. Das ist nochmal Mosquito Motorsport, der Max Ohlinger mit der 11, startet von der 14. Und dann nochmal der Porsche vom Team mit Stefan Krehling, die 68, startet auf der 15. Platz 16 hat sich geholt, der Porsche von Markus Pielberg. Die 202 startet also auch gleich auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sieht er dann hoffentlich gleich, oder auch hoffentlich nicht, oder im Rückspiegel vielmehr, den McLaren von Ben Utzer. Der hat sich nämlich Position 17 schnappen können für RLE Racing Ducts. Chris Soske, Monkey Town Racing, Audi in dem Fall auf der 18 unterwegs. Der auch nicht einzige Audi, Pierre Meyer noch auf der 6, aber einer von zwei Audis nur heute auf der Strecke. Kurt Hassel mit der 911 hat sich auf Position 19 fahren können. Dann haben wir auf der 20 Tim Schafhauser. Das ist auch einer von zwei Aston Martins. Aston Martins hier, die beiden eher weiter hinten platziert. Direct Drive Dudes, Tim Schafhauser mit der Nummer 30. Weiterer Porsche, also relativ viele Porsche, immer noch in der Liga unterwegs. Der Herr Fischer für Club Racing, die 404, startet von der 21. Von der 22 haben wir den tatsächlich einzigen Lexus. Von Phil Bartel, Monkey Town Racing. Also ich weiß gar nicht, wie viele Autos jetzt dabei sind. 7 oder so gefühlt. Können richtig Punkte machen auf jeden Fall. Marcel Lang fehlt uns noch. Club Racing. Also hier auch knapp hinter seinem Teamkollegen unterwegs. Der Marcel Lang mit der 27 im BMW M4.
Und uns fehlt uns noch dann hier der Aston Martin von Patrick Gonzalez. Go Fast Racing, die 737. Kann sich das Ganze dann von hinten ja, in Ruhe anschauen. Mal gucken, ob da oben alles gut geht, wie gesagt. Da oben Rouge oder beziehungsweise Radeon Rouge. Ja, wird es mal gerne ein bisschen eng. Vor allem mit den etwas kalten Reifen noch. Dirty Air und gibt es vielleicht noch Berührungen. Wenn es da gut geht, dann meistens Le Comp. Danach der Chemistrate, die Rechts-Links-Kombination wieder in die Rechtskurve rein. Da, ja, kratzt auch gerne mal am Start. Hoffen wir natürlich nicht, dass das hier so der Fall sein wird, dass wir hier einen clean Start bekommen und dann ein schönes Rennen. So, da haben wir also die Starterstellung geschafft. Gesamtwertung haben wir uns auch angeschaut. Kann euch nochmal kurz sagen, wo wir noch sein werden. So viele Rennen sind es ja, wie gesagt, nicht mehr. Heute sind wir auf Spa unterwegs. Nächste Woche sind wir auf dem Hungaroring in Ungarn. Auch eine schöne Strecke, zumindest zum Fahren, zum Überholen jetzt eher weniger. Aber auch eine eigentlich ganz coole Rennstrecke. Dann haben wir eine Woche Pause und dann geht es nochmal in einen Dreierblock rein. Da haben wir nochmal drei Rennen. Lassen wir mal gucken. Donington haben wir dann am 6. Februar. Am 13. Februar sind wir nochmal in Italien auf Imola. Auch eine recht beliebte Strecke, würde ich mal meinen. Und dann das Finale. Sind dann aber noch 90 Minuten. Das ist dann COTA, also in den USA. Ja, eine relativ neue Strecke, die wir in ACC zumindest haben. Die manche mögen, manche eher weniger. Aber gut, das ist dann am 20. Februar der Fall, also ja, ziemlich genau in einem Monat dann das Finale dieser Saison. Und dann schauen wir mal, ob sich Hillegeist oder Husfeld dann durchgesetzt haben. Außer da passieren noch ganz, ganz wilde Dinge. Nicht, dass dann Pierre Meyer vielleicht noch nach vorne kommt, wäre natürlich schön für ihn. Aber realistisch betrachtet wird das eher schwierig, außer die fahren da vorne. Ja, ein, zwei Rennen vielleicht nicht mit oder sowas. Und dann muss man auch gucken, wie sich die Streicher vielleicht nochmal auswirken. Aber ja, auch vorne gibt es so ein paar Piloten, die ein, zwei Rennen gar nicht mitgefahren sind. Also da werden gar keine Punkte unterm Strich gestrichen. Auch ein schönes Wortspiel. Die haben also ihre Streicher durch die nicht angetretenen Rennen schon quasi absolviert. So, jetzt sehen wir, Ricardo Hillegeist beginnt die Einführungsrunde. Die Strecke ja 7 Kilometer lang, 7004 Meter, glaube ich, um genau zu sein. Und ja, welche Uhrzeit haben wir eigentlich hier? 18 Uhr abends. Ja, geht ein bisschen in den Abend hinein. Eine Stunde fahren wir ja gleich. Wetter sieht erstmal ganz gut aus. Mal gucken, ob das auch so stabil bleibt. Leicht bewölkt hier. Sollte also alles gut sein. Moin, Jan. Und dann gucken wir mal. Einmal in die Box muss man. Boxenstoppfenster haben wir jetzt nicht. Also kann jeder reinkommen, wann er möchte. Haben wir eigentlich schon Vollgas gehabt? Ich pack's mal fest, die Scheiße. Ja, wie jetzt? Na, das Gaspedal doch. Danke. So, ein bisschen was trinken hier zwischenzeitlich, ne? Wird das nix. So, ja, 24 Autos auf der Strecke. Ich guck mal in die Gesamttabelle. Da sind theoretisch 39 gelistet, wobei ganz, ganz viele, was heißt ganz viele, aber so ein Drittel davon quasi gar nicht gefahren ist, so groß, beziehungsweise nicht gepunktet hat. Also wie gesagt, wir haben so einen Kern von, ich würde es jetzt mal grob schätzen, 20 bis 25 Fahrzeuge, die hier regelmäßig mitfahren. Und die sehen wir hier heute auch zum großen Teil. Und damit, ja, haben wir eigentlich alle relevanten Piloten auch wieder mit dabei. Pullzeit war 17.0, glaube ich, ja. Aber wen interessiert die Pullzeit jetzt noch? Niemanden. Hauptsache, du stehst vorne. Egal, ob du jetzt eine 18.0, 17.0 oder 16.0 gefahren bist. Hillegeist hat es auf jeden Fall mal gereicht und ist auch, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Sein schärfster Verfolger ist ja gleich auf der zweiten Position. Der Nikus fällt nämlich hier im Porsche. Kriegt gleich ein bisschen Schützenhilfe von Gründel. Mal gucken, ob er hier die Hinterleute vielleicht hinter sich halten kann. Ein bisschen, ja, den Vordermann Luft verschafft, dass er sich da um den BMW kümmern kann. Oder ob die vielleicht selber in den Zweikampf reingehen. Aber gut, das werden die schon irgendwie da besprochen haben, eventuell. Werden schon wissen, was sie machen. Ja, aber sonst ein ganz gut durchmischtes Feld. Ganz vorne in den Top 10 auf jeden Fall haben wir fast alle Marken dabei, die überhaupt so auf der Strecke sind. Aston Martin würde noch fehlen, aber BMW, McLaren dabei, Audi haben wir dabei, Honda, Porsche. Also das sieht doch nach einem ganz, ganz guten Mix aus hier. Noack, genau, und Gonzalez auf der 24. Go Fast Racing. Noack ist aber auf der 8, also der kann seinem Teamkollegen da aktuell nicht ganz helfen. Sind da ja, war das letztes Rennen? Dann wechsle ich das, zusammen nach vorne gefahren. Ja, ein bisschen weit weg, aber vielleicht kann er sich den einen oder anderen ja gleich schnappen.
So, haben bald geschafft. Wir gehen jetzt in den dritten Sektor rein. Erster und dritter Sektor sind ja nahezu alles Vollgas. Gibt es ja quasi nur einmal Lasluskurve 1 und dann die Schikane am Ende. Sonst gehen die beiden Sektoren Vollgas. Also mittlerer Sektor ist dann der kurvenreiche sozusagen, wo der Porsche vielleicht eher einen Vorteil hat. Ansonsten, ja, wird es eventuell schwierig. Mal gucken, der Honda auf der 4 und ein Audi auf der 6, wie gesagt, Pierre Meyer. Die könnten da vielleicht schon mal, ja, gefährlich werden auf der Geraden gleich. Wenn wir mal beobachten. Dafür natürlich der Porsche beim Anbremsen sehr, sehr stark. Das kann er dann vor allem hier vor der Schikane vielleicht ausspielen. Werden wir mal schauen, ja, wer sich hier vorbeidrücken kann am Vordermann. Und wer da, ja, vielleicht wegziehen kann. Bin mal sehr, sehr gespannt. Gleich Bump Draften, genau. So, dauert noch einen Moment. Jetzt müsste es gleich in die Zweierformation gehen. Hier so vor der Schikane, glaube ich, geht es langsam los. Genau, da sehen wir es. Da zocken sie alle nach vorne. Alle ganz schnell nach vorne fahren, wie beim Sommerschlussverkauf hier. Oder Winterschlussverkauf wäre es jetzt auch mehr oder weniger. Und dann, ja, dauert es auch, wie gesagt, einen Moment. Denn wir starten ja erst nach der Kurve 1, nicht hier oben. Da ein bisschen kurz die Starts hier gerade. Und dann drücken wir die Daumen, dass hier alles gut funktioniert. 24 Fahrzeuge. Sollte doch eigentlich irgendwie funktionieren. So, mal Ruhe vorm Sturm. Kurz durchatmen, sich konzentrieren. Und dann freuen wir uns hier auf das 15. Rennen Racing Esports Liga 1. Und die, ja, ersten beiden der Gesamtwertung auch in der ersten Startreihe. Dürfte also interessant werden, ob Pillegeist sich hier gleich durchsetzen kann. Na, 100 Meter sind es noch ungefähr und dann sollten die Ampeln auf grün springen. Und dann der BMW, ja, hoffentlich auf der 1 aus seiner Sicht. Husfeld wird natürlich versuchen, den BMW gleich hier irgendwie zu schnappen. Vielleicht am Start daneben zu gehen, an den Windschatten und dann anzubremsen Richtung der nächsten Kurven. Aber wir schauen mal, jetzt sind die Ampeln grün gesprungen. Los geht's also, kommen alle relativ gleichmäßig weg hier. Die Porsche natürlich ein bisschen bessere Traktion vielleicht. Wir sehen auch schon Gründel da den zweiten goldenen Porsche auf der dritten Position. Kann das schon sich fast neben seinen Teamkollegen setzen. Aber Hillegeist vorne erstmal gut weggekommen, kann sich Position 1 schnappen, beziehungsweise hält sie die beiden Teamkollegen dahinter. Side by side, da bin ich jetzt mal gespannt, ob die sich da einig werden. Auf der Karte sehen wir auf jeden Fall mal keine gelbe Flagge. Also Urush Radio, alles gut gegangen. Hillegeist vorne schon mal locker als erstes in die erste Kurve oder, ja, gefühlt erste Kurve rein. Aber Gründel hat sich Husfeld geschnappt. Also die haben mal gleich getauscht, die beiden Teamkollegen. Gehen wir mal ins Mittelfeld rein. Die nächsten Kurvenkombinationen hier auch immer Unfallpotenzial hier. Ja, das sieht aber alles ganz gut aus. Keine größeren Kollisionen. Leichte Positionswechsel gibt es hier offenbar. Wir können ja gleich nochmal schauen, wie sich alles geordnet hat, wer sich hier nach vorne arbeiten konnte. Jetzt geht es hier side by side durch die Bruxelles durch. Wir sehen es hier am Ende des Feldes. Aber auch hier alles in Ordnung. So, genau, Noack, der hat sich auch schon einiges schnappen können, 3 Positionen nämlich. Also gleich mal einen ganzen Schritt nach vorne zum Teamkollegen gemacht. Ah, was haben wir hier hinten? Doppellinks hier die Pohon-Kurve, Double Gouge. Auch immer ganz, ganz tricky, zu zweit durchzugehen. Hier sehen wir Finke, Negreling und Müller sind das. Müller hier auf der Außenseite, muss sich dann da einordnen. Da gibt es die Lichthupe, gab es da vielleicht eine kleine Kollision oder irgendwas davor? Ja, die Reifen, wie gesagt, noch nicht ganz im Gripfenster. Aber jetzt haben sie sich hier ordnen können, würde ich mal sagen. Alles hintereinander. Wir können ja mal hinten rausschauen. Hillegeist ist also auf der 1 geblieben. Und dahinter haben die beiden Monkey Tom Porsche getauscht. Mal gucken, Weinzettel einen nach vorne gekommen. Noack 3. Pierre Meyer ist auf seiner Startposition geblieben. Michael Schneider. Irgendeiner muss ja die Position dementsprechend verloren haben. Das war der Honda hier. Der ist von der 4 gestartet. Jetzt ist er nur noch, ja, Anführungsstrichen nur noch auf der 7. Aber muss nichts heißen, der kann ja hier dranbleiben und dann die nächsten noch 58 Minuten eventuell angreifen. So, Don Zalas schnappt sich gerade die vorletzte Position, wie es aussieht. Jawohl, geht hier an dem Herrn Fischer vorbei. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Aber Herr Fischer hier auf der letzten Position mit 3 Positionsverlusten. Da ging es also doch ein gutes Stück nach hinten. So, erste Runde beendet. Hillegeist gut 2 Minuten 50, nehmen wir noch nicht ganz so ernst. Aber ja, biegt hier als erstes in die Lasource ein, verfolgt von den beiden Porsche. Gucken wir mal, ob er sich hier verabschieden kann oder ob er sich hier womöglich, ja, verteidigen muss. Gucken wir mal, was die dahinter so veranstalten. So, was machen die hier hinten? Naja, nichts passiert. Gehen wir ins Mittelfeld. Na, ja, eigentlich ganz gut geordnet. Was haben wir hier? Finke war da mal neben Ohlinger mehr oder weniger. Hat hier aber nochmal zurückgezogen. Für die ersten Kurven hier oben vielleicht auch ein bisschen besser hintereinander durchzugehen. Wird sonst, wie gesagt, etwas tricky.
Da muss man das schon, ja, wissen, was man da macht. Und jetzt ist er sich daneben. Da ist dann noch der Teamkollege. Ah, ja, jetzt gehen die jetzt zu dritt rein. Ich denke mal nicht, dass der rechte Porsche auch noch reinhält, oder? Nee, der hält sich zurück. Und Kehling kann an Finke vorbeigehen, wie es aussieht. Mal sehen, ob Daniel Müller ist das nämlich. Ob der jetzt auch mal profitieren kann, hier am Teamkollegen vorbeizuziehen. Und dahinter ist ja noch der Nächste. Also, ist jetzt kein Porsche Cup oder so. Aber die fahren bei Monkey Town doch hauptsächlich Porsche. Ja, aber Daniel Müller bleibt hier hinter Lukas Finke erstmal. Und wir schauen mal auf Schafhauser in der Bruxelles direkt dran an Chris Soske. Für ihn ging es eine Position nach vorne. Für Chris Soske, ja, weder nach vorne, nach hinten, ist hier auch seiner 18 geblieben. Ja, super Startphase. Erste Runde, 1,5, die wir jetzt gesehen haben. Keine gelbe Flagge. Das ist ein gutes Zeichen normalerweise, aber manchmal passiert dann trotzdem was. Vor allem, wenn hier einer mal ein bisschen off-track kommt, wie der McLaren von, huch, wo war er jetzt? Gela war das, glaube ich, auf der 10, ne? Ob ich auch nicht verwechselt. Ja, nee, Utsa war das, glaube ich. Warte, ja, da ist er. Der Utsa war das nämlich hier auf der 17, aber hat keine Position federn lassen müssen. Jetzt ist Daniel Müller an Finke vorbei. Wir schauen mal kurz 10 Sekunden zurück und da sehen wir Finke mit einem Quersteher in die Piff-Paff rein. Da hat der Teamkollege das ausnutzen können, geht vorbei. Ja, also ein schönes Dreierpack an Monkey Town Porsche Piloten hier. Da sehen wir jetzt Pielberg ein bisschen off-track. Aber nicht so schlimm unbedingt. Mal gucken, Ben Utzer, der da eben ein bisschen abseits der Strecke war, ist natürlich ein bisschen näher rangekommen. Kann sich jetzt hier ransaugen. Vollspeed geht es hier durch die Linkskurve. Pierre Meyer schnappt sich vorne Noack. Hier ist es passiert in der Schikane und kann sich da offenbar durchsetzen. Noack da auch leicht rausgekommen. Könnte sein, dass Michael Schneider sich jetzt nochmal die Position schnappt. So ist es auch. Kann hier die Tür vielleicht zumachen. Na, bleibt ein bisschen im Windschatten von Pierre Meyer. Mal sehen, ob Noack da der BMW nochmal reinhält. Tut er nicht. Damit hat er jetzt zwei Positionen verloren hier auf der Startzielgeraden. So, Toska angeblich auch eine Position verloren gegen Schafhauser. Ja, Lang und Hassel direkt dahinter. Ja, fast neun mitgekriegt da vom BMW. Ganz, ganz eng eingeklemmt da zwischen den beiden Autos. Aber alles gut gegangen. Jetzt geht's hier zusammen. Hier wollte ich rauf. Durch Rouge und Radion. Wir fahren mal mit bei Chris Soske. Der hat nämlich die Kollegen da ganz, ganz dicht im Genick. Mal sehen, ob die alle gut durchkommen. Ja, ordentlich Körper mitgenommen, auch der BMW hier. Aber könnte noch in den Track Limits gewesen sein. Jetzt saugt er sich hier ran. Ja, das wird auf jeden Fall den Angriff geben. Chris Soske muss hier auf der Innenseite bleiben und verteidigen. Der Audi jetzt auch nicht so schlecht auf der Geraden. Mal sehen, ob er hier den BMW hinter sich halten kann. Innenseite hat er, wie gesagt. Nase auch immer noch leicht vorne. Könnte sein, dass der BMW da nicht vorbeikommt. So ist es auch. Dahinter staut sich natürlich entsprechend auf. So, Finke Müller haben die hier auch schon wieder getauscht. Oh ja, Finke hier gegen den Teamkollegen Ende der Chemist Straight. Aus dem Windschatten raus, Porsche gegen Porsche. Und da geht's vorbei. Aber auch die leichte Berührung, also auch die Teamkollegen nehmen sich nicht viel. Da will jeder, ja, Punkte holen auf jeden Fall, wie es aussieht. So, Chris Soske, leichter Quersteher hier eben gehabt. Wir sind noch in der Wiederholung. Jetzt sind wir wieder im Live-Bild und Cyberside geht's Richtung Doppel-Links-Kurve. Der BMW jetzt hier auf der Innenseite. Er hat eine bisschen bessere Linie natürlich. Dahinter muss man aufpassen. Porsche und Lexus da ja nicht raufzuknallen, aber auch nicht zu viel Gas wegzunehmen. Sonst dreht sich vielleicht das Heck hier weg. Da sind wir ganz, ganz eklig in der Kurve. So, jetzt hier hinten geht es auf jeden Fall ordentlich zur Sache auf den letzten Positionen. Don Salas da gerade gegen Fischer im Hintergrund die Position verloren. Aber ab Marcel Lang haben wir da wirklich 6 Autos, die da dicht an dicht fahren. 3 Sekunden zum Rest des Feldes hier. Sieht nicht nach Team Order aus jedenfalls, nee. So, Nick Hussfeld natürlich hier auch, apropos, am Gründel noch dran. Ja, Hillegeist ganz, ganz leicht abgesetzt hier eine Sekunde jetzt mal. Ist noch nicht die Welt. Aber wir haben noch keinen Angriff hier gesehen zumindest. Von einem der beiden Porsche. Ja, dahinter haben wir schon etwas größere Abstände, eine Sekunde, ja, fast 1,5. Und dann haben wir hier Philipp Noack, der ja gegen Pierre Meyer hier an der Stelle gerade die Position verloren hatte, vorletzte Runde. So, gehen wir wieder zu dem Porsche rüber. Haben die schon wieder getauscht hier, Pielberg und Müller, die geben sich's auch ordentlich. Beziehungsweise ne, Finke und Müller waren es, glaube ich, eben. Genau, jetzt ist Pielberg hier vorbeigegangen. Oh, da hinten kam noch der Utzer an den McLaren. Ganz, ganz knappe Kiste war das gerade. Oh, wo wird der denn hier spät rein? Und da trifft er jetzt hier den Porsche mit der 202. Und der Aston trifft noch den Porsche. Und jetzt staut sich da siehst du natürlich nichts, wenn du da ankommst. Also ganz, ganz blöde Situation. Wir schauen nochmal von oben rauf vielleicht. Hat er sich da vertan mit dem Bremspunkt offenbar. Ja, da wollte er ausweichen. Und dann trifft er da, das wird alle langsamer dahinter und dann, ja, gibt es eine kleine Kettenreaktion, wie wir sehen. Und dann, ja, dahinter, glaube ich, alle halbwegs durchgekommen. Der BMW da noch einen leichten Titscher gehabt. Aber sonst, ja, ging es für die nachfolgenden Autos zumindest ganz gut. Ben Utzer jetzt auf der 24 unterwegs. Der musste hier, ja, natürlich alle vorbeilassen. Und damit 4 Sekunden
hinter Daniel Müller, der da ja auch nochmal berührt wurde. Sehr schade, 10 Positionen verloren, der McLaren 7 Positionen. So, gehen wir mal ins Mittelfeld rein. Wir haben jetzt vor Pierre Meyer 3 Sekunden. Also da haben sich die ersten vier, die ersten beiden Startreihen schon mal absetzen können. Martin Klaus haben wir hier im Bild, den AMG ganz, ganz dicht verfolgt von Benedikt Ahlisch. Da schauen wir mal hinten raus. Aber da wird es noch keinen Angriff geben. So, dahinter ist noch der Teamkollege, müsste das sein. Das müsste Max Ohlinger sein im BMW nochmal. Also hier der... Oh, es wird mit einer gelben Flagge. Eieieiei. Was hat er hier angestellt? Zu früh auf dem Gas gewesen. Hier dreht man sich ganz schnell mal weg. Ganz leicht immer nur. Das kannst du irgendwie aber nicht so richtig abfangen. Da sehen wir es. Da ging es noch leicht in die Wand rein. Also Nick Hussfeld hat jetzt hier ein bisschen Schaden und vor allem Position verloren. Jetzt kommt hier der Teamkollege von seinem größten Konkurrenten, Philipp Noack, nämlich an. Der hier womöglich angreifen kann. Kann sich zumindest mal ransaugen. Kannst ja schon auf dem Gas bleiben. Bisschen Abstand wäre nicht schlecht, damit du den Schwung auch tatsächlich mitnehmen kannst. Sonst musst du hier lupfen. Könnte aber noch passen für Philipp Noack, dass er jetzt hier angreifen kann. Klar, wird Nick Hussfeld jetzt hier verteidigen. Bleibt erstmal relativ weit in. Eine Autowagen oder eine Wagenbreite, wollte ich sagen. Links hat er auf jeden Fall Platz gelassen. Dahinter gab es auch nochmal eine Kollision. Witzmann hier gedreht. Wir schauen mal 20 Sekunden zurück. Das war irgendwie im Hintergrund. Gucken wir mal, was da passiert ist mit Martin Kraus offenbar. Mal gucken, was da passiert war. Ja, da war der AMG auch viel zu spät auf der Bremse, wie es aussah. Fährt da vorbei und fährt weiter. Ja, das war Martin Kraus. Der wird da sicherlich auch eine Strafe für bekommen. Also, jetzt haben wir doch so ein, zwei Kollisionen gesehen. Start lief sehr gut, ein, zwei Kollisionen, aber sonst, ja, relativ sauber. Jetzt haben sich ein paar Lücken natürlich ergeben, dadurch die Unfälle. Vorne fehlt natürlich Hussfeld jetzt erstmal, der an Pierre Meyer dran ist. Das heißt, Hillegeist hat jetzt nur ein Porsche direkt hinter sich. Das ist nämlich Alexander Gründel. Gehler jetzt hier vorbei. Oh, spät reingezogen. Oder früh reingezogen wieder vor den AMG. Sah zumindest aus der Perspektive aus. Also Gehler jetzt an Kraus vorbeigegangen. Also hier im Mittelfeld geht es ganz gut zur Sache. Ab Position 16 haben wir ungefähr eine Sekunde Abstände. Also da könnte demnächst auch nochmal was passieren. Weinzettel jetzt hier auf der 3 mit 2 Positionsgewinnen. Ja, sieht erstmal ganz gut aus. Pierre Meyer auch gut nach vorne gekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Nick Hussfeld hier den Marsch wieder nach vorne anfangen will. Und nochmal, ja, Druck nach vorne macht. So, wir können ja mal die Position Deltas anschauen. Jetzt hat es sich ja geordnet soweit. Und da sehen wir Witzmann mit 8 Positionsverlusten auf der 15. Hussfeld haben wir eben gesehen. Michael Schneider auf der 7 was verloren. Pielbeck, Müller, Utzer hinten natürlich. Da zum Teil durch die Unfälle eben gut nach hinten gereicht worden. Ja, großer Gewinner, Marcel Lang unter anderem, mit 7 Positionsgewinn auf der 16. Da ging schon mal ein gutes Stück nach vorne von, ja, fast ganz hinten, letzte Startreihe zumindest, auf die 16. Aber da ist der Abstand, wie gesagt, jetzt doch schon 3 Sekunden im Moment zu Witzmann und Schafhauser. Gucken, ob er sich da von der Gruppe lösen kann und dann nochmal vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kommt. So, können ja mal zu Kurt Hassel gehen. Der ist jetzt hier an Chris Soske dran, auch sein Teamkollege. Ja, aber ob er jetzt hier angreifen kann, im besten Abschnitt weiß ich nicht. Zumindest, ja, wird er dranbleiben im Windschatten. Vielleicht kann er dann in der Schikane oder vor der Schikane sich daneben bremsen. Ja, AMG hat natürlich auch Schaden, richtig. Ja, ein bisschen weit raus der Audi. Da hat ihn eher vorbeigelassen, würde ich sagen. Hat er sich zumindest mal nicht groß gewehrt. Porsche sehr spät auf der Bremse. Leicht überschossen, wie wir sehen. Aber da ist jetzt den Positionstausch zwischen den beiden Teamkollegen gegeben. Kurt Hassel also auf der 17. 2 Positionen gewonnen. Chris Soske direkt im Windschatten auf der, ja, Startposition 18 wieder unterwegs. So, wir fahren mal bei Position 7 mit. Das ist Michael Schneider. Der hat leider auch ein bisschen was verloren. Aber ja, nicht so schlimm. Philipp Noack hat da vor sich. Hussfeld offenbar schon vorbeigekommen am BMW. Da sehen wir, der BMW greift jetzt an. Der Porsche bleibt auf der Innenseite. Natürlich hat der BMW ein bisschen mehr Speed. Rundauf schon, aber auch mit dem Windschatten natürlich summiert sich das auf. Da ist nochmal einiges mehr an Überschuss. Aber vorbeigekommen ist er noch nicht. Wir fahren mal hier mit beim Nick. Also schönes Dreiergespann in den Top 10 hier. 14, 15 nochmal interessant. 17, 18. Also die Gruppe da hinten. Ja, sortiert sich ein bisschen neu. Zum Teil werden die Abstände kleiner, zum Teil ein bisschen größer hier. Moin Barry, Split 1 ist das. Aber auch hier sehen wir keinen Angriff. Jetzt kommen wir in die kurvigen Sektionen. Da hat der Porsche dann schon mal bessere Chancen hier, vielleicht wegzukommen oder sich zu verteidigen.
Stimmt, da war Piermaier dran, hast du recht. Ah, vielleicht einen kleinen Versteher gehabt. Jetzt muss er hier eher verteidigen, als dass er vorne angreifen kann tatsächlich. Ah, gehen wir kurz woanders hin. Witzmann hier auf der 15. Relativ einsam unterwegs mit Schafhauser zusammen. Also die beiden da, ja, unter sich. Und hier sehen wir Pielberg. Bisschen off-track gegangen. Doppel links ist das, glaube ich. Ah, da kam ein leichter Sack. Und ja, dann geht es hier links übers Gras geradeaus. Aber kann das Auto noch halbwegs unter Kontrolle halten? Auch die Mauer bleibt da, wo sie ist. Also ohne Schaden geht es hier weiter auf der 23. Aber sehr, sehr schade. Ja, für den Markus hier. 7 Positionen hat er verloren. Hätte sich vielleicht nochmal ausgerechnet, vielleicht Richtung Top 10 zu fahren. So als Ziel, sage ich mal, nimmt er sehr viel Körb gerade mit. Jetzt ist er hier am Ende des Feldes unterwegs. Aber auch da die Abstände jetzt noch nicht so groß. 2 Sekunden hier Maximum. Auch vorne maximal 2 Sekunden. Zieht sich aber ein bisschen auseinander aktuell. Tim Schafhauser auf der 14 mit 6 Sekunden Rückstand. Nur dieser Mittelfeldgruppe um die Top 10 rum. So, hier wird es gerade interessant, denn Schneider hat die Nase mal leicht hier daneben gehalten, neben dem BMW. Ah, weiß nicht, ob es jetzt hier einen Angriff gibt. Da würde er sich eher zurückhalten, möchte ich mal meinen. Hat die Nase auf jeden Fall mal nicht vorne. Noack natürlich mit der Nase auf der Innenseite etwas besser positioniert. Jawohl, der geht dahinter. Aber vielleicht dann im Windschatten. Das dürfte dem Husfeld da vorne gefallen, wenn die sich hier behaken sollten. Ja, wird aber nicht passieren. Wir sehen, der Honda ist doch einen Tick zu weit weg, als dass er da im Windschatten wirklich gefährlich werden könnte. Also gehen wir doch mal auf Ohlinger drauf. Der ist gerade hinter seinem Teamkollegen. Den Martin Kraus, das ist hier der AMG, den wir da eben gesehen haben, der auch schon ein bisschen Schaden haben dürfte. Oh, Motorhaube ist noch zu, aber ein paar Kratzer sehen wir vorne, als er da aufgelaufen ist in der Schikane. Gucken wir mal hier, Krehling. Ah, sogar 3 Teamkollegen hintereinander, wenn ich es richtig sehe. Ja, Krehling gehört auch noch zur Bande hier. Ist ja fast wie bei der Tour de France hier, wo die immer in Teams fahren. Monkey Town Racing, Piloten, dann haben wir hier Mosquito Motorsport, alle doch sehr dicht zusammen unterwegs. Ja, nur GoFast Racing ein bisschen auseinander auf Platz 1, Platz 6 und Platz 21. Also Patrick Gonzalez auch 3 Positionen insgesamt gewonnen. Markus Pielberg jetzt auch schon in der Box nach einer Viertelstunde. Also der wird dann gleich einen, ja, verhältnismäßig Langstint fahren. Sonst kommen ja tendenziell alle ungefähr zur Hälfte rein. Ah ja, Jan, du bist gut informiert. Solltest Experte werden. So, wo gehen wir hin? Witzmann hier auf der 15. Genau, das Duell hatten wir schon. Gehen wir vielleicht mal auf Daniel Müller. Der hat ja auch leider einiges an Position verloren. Könnte sein, dass der sich hier nochmal 1, 2, 3 Autos schnappen wird, bevor er in die Box kommt. Aktuell, ja, hat er hier den Aston Martin von Patrick Gonzalez vor sich, der wie gesagt 3 Positionen gewonnen hat. Könnte sein, dass es gleich 2 werden. Wir sehen den Porsche, da ist er schon relativ dicht dran. Können wir mal gucken, ob er sich gleich daneben bremsen kann. Hillegeist vorne, 1,5 Sekunden, hält sich da sehr, sehr souverän. Hat auch die schnellste Runde, die einzige, nein, nicht ganz einzige, 17er Zeit, 17,477. Thomas Weinzettel auf der 3 hat nochmal eine 17,977 gelegt, gesetzt. Gründel auf der 2, in Anführungsstrichen nur eine 18,1. Also, der ist da zumindest in der schnellsten Runde nicht ganz bei der Musik. Daher wahrscheinlich auch die Vergrößerung des Abstandes hier. So, der Lexus hier angeblich vorbeigekommen. Schauen wir mal kurz rein. Was ist hier passiert? Ist hier was passiert, ist die Frage. Ah, Soska hat sich hier vertan in der Schikane und deswegen verliert er eine Position und 2 wahrscheinlich. Ich denke mal, Kurve 1 hat sich der Porsche nochmal durchsetzen können. Der ist nämlich jetzt inzwischen vorbei. Da ist er. Da ist er jetzt. Genau, da ist er da vorbei. Und Lukas Finke hat hier Probleme in der Urouge oben. Oder Radio ist das, ne? Ja, ah, da kommt Dumasek. Also der erste Abflug heute hier oben in der Kurve von Lukas Finke. In dem Fall Position 17 aktuell ist er unterwegs. Da muss er noch 1, 2 Autos vorbeilassen. Also auch sehr, sehr schade für den Porsche-Piloten hier. Einiges jetzt verloren. So, aber da wird es interessant. Jetzt sind wir hier wieder im Live-Bild und wir sehen da Gonzalez ein bisschen off-track. Jetzt geht doch Zoske nochmal vorbei hier an Gonzalez damit. Nur noch 3 Positionsgewinne. Daniel Müller wäre der Nächste, der ihn überholen will. Benotzer sehen wir im Hintergrund. Pielberg natürlich jetzt relativ abgeschlagen mit 108 Sekunden, weil er schon in der Box war. Der hat also, weiß gar nicht, wo ist er denn? Freie Fahrt hätte ich fast gesagt, aber da müsste irgendwo unterwegs sein im Feld. Keiner, der da komplett einsam unterwegs ist auf der Strecke. Also mal sehen, wie er da durch den Verkehr womöglich kommt.
Nicht, dass er da allzu viel Zeit verliert, sonst ja, könnte er die Zeit nutzen, ein bisschen was rauszufahren. Jetzt hier, so Bartel jetzt vorbei an Finke. Finke mit Problemen, Doppellinks. Ah, nicht mehr ganz so die Aero, hat man den Eindruck. Auch schon etwas beschädigt, wie es aussieht. Damit geht Phil Bartel vorbei und hat damit seinen 5. Positionsgewinn geholt. Platz 17, sehr, sehr gutes Rennen. Und Schneider-Husfeld. Ah, da gab es den Angriff der Honda gegen den Porsche hier in der Vollgassektion. Vielleicht ein bisschen besser da aus der Kurve rausgekommen, oben Campus. Auch hier leicht aufs Gras gekommen beim Anbremsen der Porsche. Aber kann sich trotzdem daneben halten. Nase wieder leicht vorne, kann die Tür aber gleich nicht zumachen für Kurve 1. Also der Honda hier, Schneider, hat ganz gute Chancen, sich die Position tatsächlich zu holen. Position 6 wäre das dann. Aber ja, ist momentan auch nur Schadensbegrenzung sozusagen. Stand ja nochmal 2 weitere Positionen weiter vorne. Jetzt ein bisschen rausgekommen. Mal sehen, der Porsche, ob er genügend Aktion hat, um dann ja vorbeizugehen hier. Mal sehen, ob er es probiert oder ob er zurückzieht. Schaffhauser-Witzmann auch nochmal Position getauscht. Hinten auch nochmal was passiert. Aber wir gucken nochmal, ob die tatsächlich zu zweit reingehen. Nicht wirklich. Jetzt der Porsche hier direkt dran. Und wir sehen auch schon, kann die Linie nicht so ganz halten, aber auch der Honda nicht. Aber es ist super, super unangenehm, so dicht hinterher zu fahren mit der Dirty Air und mit dem Porsche dann sowieso. Wenn da das Heck erstmal kommt, da kriegst du mal ganz schnell Probleme. Ja, und deswegen ist Bengt Alisch auch direkt dran. Der hat nämlich da, ja, den ganzen Schwung mit hochnehmen können. Setzt sich jetzt hier auf die Innenseite neben den Porsche und geht womöglich vorbei. Ja, da ist er schon mit dem Auto vorbei. Und damit, ja, Nick Husfeld sogar eine Position jetzt wieder verloren, statt dass er da nochmal kontern konnte, in dem Fall, muss man ja sagen. Also hat hier letzte Runde 2 Positionen federn lassen müssen. So, hier hat sich nichts getan bei den beiden. Was hat sich hier getan? Zoske ist an Fischer dran. Auch er greift hier am Ende der Camel Straight. Bremst er sich daneben? Nee, noch einen Tick zu weit weg. Hält sich hier also zurück. Bleibt dann damit auf der 19 im Moment. Ben Utzer hat sich aber, glaube ich... Ah nee, Finke in die Box. Deswegen gab es da ein bisschen Positionswechsel. Ja, der hat wahrscheinlich Schaden. Sicher Schaden. Hier sehen wir es nämlich. Das macht keinen Sinn, so weiterzufahren. Ja, also... Läuft nicht optimal hier für das Team, zumindest nicht für jeden Piloten. So, was bei Gründel passiert, der hat plötzlich mal 3 Sekunden Rückstand. Muss mir mal kurz gucken. Letzten 3 Runden machen wir mal einen Vergleich. Ein bisschen klein, ne? Aber letzte Runde hat er eine halbe Sekunde verloren. Ja, davor 1/10, davor 2/10. Also letzte Runde lief nicht optimal. Aber jetzt 3,3 Sekunden hat Hillegeist Vorsprung. Hier ist er im BMW. Hat das hier also gut im Griff. Und, Husfeld, wo ist er jetzt? Ach, da auf der 8 ist er. Ja. Natürlich gut für den Hillegeist vorne. Kann wieder womöglich Punkte ausbauen. Natürlich ein bisschen schade für die Spannung. Gut für ihn. Aber noch haben wir 39 Minuten. So, ich kann mal gucken, ob noch Strafen jetzt offen sind. So, ja, einige sogar. DT für Position 10 für Martin Kraus. Das ist der AMG. Das dürfte für den Vorfall gewesen sein, wo er in der Schikane raufgefahren ist. Dann haben wir Schafhauser auf der 13 mit 5 Sekunden. Und Ben Utzer, genau, der war ja auch im Unfall verwickelt da am Anfang. 10 Sekunden bekommt er drauf auf der 22. Also... Nun guck mal, ne? Die beiden Knalltüten von den Verkehrsbereich. Ja, also ein paar Strafen auf jeden Fall schon mal ausgeteilt hier. Mal sehen, DT für Martin Kraus, das kostet so viel Zeit hier. Über eine Minute braucht man, um durchzufahren, glaube ich. Also da wird er, ja, nahezu nach hinten durchgereicht werden. Ob er das dann nochmal aufholt, ist die Frage. Denn er muss natürlich nochmal normal in die Box kommen. Also sehr schade, Top 10 wird sehr, sehr schwierig für den Piloten im AMG auf der 10. So, jetzt würde mich mal interessieren. Ja, bis gleich, Jan. Weinzettel hier an Gründel dran. Wir machen da mal den Vergleich. 0,6 Sekunden hat er hier aufholen können die letzten 3 Runden. Also im Schnitt 2/10. Tick schneller vielleicht. Aber ein Tick schneller reicht nicht unbedingt, um vorbeizugehen. Aber bleibt hier auf jeden Fall sicher auf dem Podium und an Position 2 dran. So, Utza jetzt gerade Don Salas geschnappt. Hier sehen wir ihn. Aber er hat ja wie gesagt auch nochmal, ich glaube 10 Sekunden hatte ich gerade gesagt, eine Strafe. Wird jetzt Don Salas erstmal nicht... wirklich tangieren, würde ich mal behaupten. Der sieht das ja, dass er McLaren eine Strafe hat. Und das heißt, er wird da ja womöglich wieder an McLaren erstmal vorbeigehen. Ob es da nochmal einen Positionswechsel gibt, wird sich dann zeigen. Aber 10 Sekunden Puffer hat er so gesehen erstmal. Ja, ein paar Zweikämpfe haben wir noch. Größere Gruppen bleiben eher aktuell aus. Position 6 bis Position 9 vielleicht nochmal. Aber sonst haben wir teilweise schon etwas größere Abstände hier.
7 Minuten noch, dann haben wir die Halbzeit rum. Dann werden wir einige Autos in der Box sehen. Und wie gesagt, einige haben ja schon eine Strafe, wird immer ein bisschen durcheinander würfeln. Ein paar müssen vielleicht was reparieren. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze ordnet. Wir gehen mal auf Gründel drauf. Der hat nämlich, wie gesagt, Position 3 doch sehr, sehr dicht im Nacken. AMG hat hier gut aufgeholt, kann hier Druck ausüben. Das wird Hüllegeist noch mehr freuen, das wird ihm da helfen. Jetzt bereits 4,6 Sekunden Abstand da vorne, während Müller und Fischer hier im Zweikampf waren. Schauen wir mal hier, Porsche gegen Porsche. Na, Fischer kam ja vielleicht nicht ganz optimal raus oder ist hier zu weit rausgekommen. Nee, eigentlich nicht, aber hat nicht ganz so viel Schwung mitnehmen können. Wir sehen hier, da konnte Müller vorbeiziehen. Das ist hier der 169er goldene Porsche. Außenrum sogar Blanchimont hält er hier gegen. Beziehungsweise da kurz davor ist er schon vorbei. Überholmanöver hier auf der Außenseite. Jetzt auch nicht üblich, muss man sagen. Aber alles fein. Damit haben wir hier hinten, wie gesagt, ja, noch eine kleine Gruppe auf den letzten Positionen. Aber wie gesagt, wir wollen nach vorne gehen und schauen, ob sich hier was tut. Pierre Meyer holt hier, glaube ich, auch ganz gut auf. Der ist da nämlich auch schon. Gucken wir mal auf Weinzettel. Ja, da hat sich nichts getan. 0,047 Sekunden, die letzten drei Runden Unterschied zwischen beiden. Also können wir mal davon ausgehen, dass beide Piloten hier auf Position 2 zusammen aufgeholt haben. Also vielleicht sehen wir da den Dreikampf. Leichter Rutscher von der 999. Aber noch kann er sich halten. 1, und ein bisschen was Sekunden. Aber der sieht die Einschläge sicherlich auch näher kommen. Könnte spannend werden nochmal hier zumindest. So, Philipp Nurk auf der 5. Der hat 5 Sekunden Rückstand. Der bringt dann auch so ein paar Autos mit, die da auch aus. Hat er gelbe Flagge. Komm, nenne ich hier seinen Namen. Und da dreht er sich hier in der Doppellinks. Schauen wir mal. Und Schneider auch irgendwie da mit gelber Flagge am Start. Was denn da passiert? Der ist dahinter vielleicht nochmal mit reingerauscht. Wir schauen mal. Das müsste genau der Honda direkt dahinter sein, der blaue. Vielleicht hat er da nicht mehr ausweichen können. Eingang Doppellinks. Wenn da das Heck kommt, ist vorbei, wie wir hier sehen. Da dreht er sich weg. Und der Honda konnte nicht mehr ausweichen, weil der BMW halt genau auf der Ideallinie da quer stand. Und damit, wo ist er jetzt? Wo ist der Honda hin? Auf der 8 ist er. Da jetzt auch ordentlich beschädigt wahrscheinlich. Ja, hier sehen wir, das Motor komplett auf. Und ja, die nächsten wollen natürlich vorbei. Max Ohlinger, Kreling außenrum komplett. Nee, wir wissen da, warte. Der BMW, Ohlinger doch, war Ohlinger. Der ist da komplett außen dran vorbei an beiden gleichzeitig. Eieiei. Also ganz, ganz, ja, ärgerliche Situation für den Honda. Da konnte er nicht viel machen. Jetzt muss er hier alle vorbeilassen quasi. Hat auch schon die Warnblinkanlage an und wird dann hier gleich rechts in die Box einbiegen zum Reparieren. Ja, vielleicht ein paar Minuten früher als gedacht, aber ja, das, oh, der AMG auch rein. Ja, wird natürlich jetzt nochmal ein extra langer Boxenstopp werden. Genauso wie für Martin Kraus. Das hat aber allerdings andere Gründe, obwohl der auch ein bisschen was reparieren dürfte. So, Zoske greift gerade Fischer an. Zumindest versucht das. Versucht sich hier die Position zu holen. Klappt allerdings nicht. So, Hosfeld auch rein. Auch wir sehen Chris Zoske reingekommen. Also doch schon ein paar Autos, die etwas früher jetzt zum Boxenstopp kommen. Vermutlich mal die, die etwas reparieren wollen und nicht allzu viel Zeit verlieren wollen auf der Strecke mit dem Schaden. So, ich lasse euch mal kurz hier das Duell laufen und werde nochmal einen Schluck trinken. Ah, Schaufhauser, ganz, ganz recht dran an Witzmann. Das riecht immer nach Chemistry, wie wir hier sehen. Bestätigt sich. Die beiden ja, wie gesagt, die ganze Zeit da eher alleine unterwegs unter sich. Der BMW die ganze Zeit dahinter. Jetzt könnte er aber vielleicht angreifen. Innenseite geht er vorbei. Gründel vorne mit einer gelben Flagge, müssen wir mal schauen. Aston Martin versucht außen noch gegenzuhalten. Aber für die nächste rechts sollte sich der BMW durchsetzen können. Und da sehen wir Gründel, wie er hier steht. Ah, ist er da in der Linkskurve weggerutscht. Das kann mal ganz schnell passieren. Na, beim Einlenken schon kam das Heck und konnte nicht mehr ganz abfangen. Oh nein, der kriegt da noch einen mit von einem AMG. Das ist der Weinzettel gewesen. Weinzettel? Ja, müsste Weinzettel gewesen sein. Genau hier. Ja, Gründel da auch in die Wand gegangen. Und damit, ja, fällt er hier zurück, hat auch Schaden. Also gibt auch einiges an Blechschäden heute tatsächlich. Nicht in der Startphase, aber im Laufe des Rennens gab es da doch, ja, Dreher und doch so ein paar Kontakte. Und auch er wird jetzt, denke ich, mal reinfahren zum Reparieren und mal gucken, ja, wo er wieder rauskommt. Damit haben wir Pierre Meyer auf der 3, Weinzettel auf der 2, die da jetzt natürlich aufs Podium raufgerutscht sind, oder Pierre Meyer zumindest. Weinzettel war ja auf der 3 eben. Also das sortiert sich da vorne so ein bisschen aus aktuell. Wir gucken kurz Gründel, Ohlinger. Ja, die beiden Porsche hier durch Blanchimont. Weinzettel rein, Hillegeist rein.
Ja, Hillegeist, der hat da doch recht viel Glück, was muss man sagen. Da verabschiedet sich doch der ein oder andere hinter ihm. Beziehungsweise, die nehmen sich zumindest mal die Zeit. So, hier gibt's doch keinen Zweikampf. Grundl fährt nämlich rein. Also sehr, sehr gut für ihn. Piamai jetzt mal auf der 1. Kann man hier mal einfangen, der Audi-Pilot. Aber das wird nicht dabei bleiben. Position 2 oder 3 wird er wieder rauskommen, je nachdem, wie Weinzettel seinen Boxenstopp absolvieren wird. So, Christoske kommt da oben gerade raus auf der 20. Hat hier auch sehr viel freie Fahrt vor sich. Damit, ja, kann er seine Reifen warm fahren und hier ins Rennen reinfinden. Mit Duplos keine Schokobons mehr. So, Pielberg. Oh, oh. Denkt man nicht, dass er aus der Box kam. Nee, aber der steht da ganz, ganz blöd. Wenn einer aus der Box kommt, das nicht sofort sieht, dann kracht man da gern mal rein. Beziehungsweise, habe ich selber schon erlebt, kommst du aus der Box und dann fliegt da oben einer ab und das merkst du gar nicht, weil er einfach, ja, bevor du es merkst, ist er schon links in deinem Auto drin und hier rutscht er weg, der Pielberg. War nicht vorhin auch schon hier oder war es ein anderer von denen? Ja, auf jeden Fall steht er jetzt hier. Beziehungsweise fährt jetzt wieder, denke ich mal. Ne, jetzt sehe ich mal auf dem Server drauf. Hat also hier das Rennen beendet. Damit haben wir gleich noch 23 Autos auf der Strecke. Hier der Honda, der eben ja auch diesen Unfall hatte. 77 Sekunden hat er stehen müssen. Und damit auf der 23 sein Rennen, ja, gefühlt auch gelaufen, würde ich sagen. Wird da viel, viel Zeit verloren haben jetzt. Und mal gucken, ob es nochmal in die Punkte geht hier. Ja, nicht direkt. Noack, der ist hier in der Doppel-Links, wo wir gleich reinfahren, quer gekommen. 100 Meter vor ihm, auf der Ideallinie. Hier stand da quer der BMW, da konnte er nicht mal ausweichen. Hat er den BMW mitgenommen. Noack natürlich jetzt auch hier, der Stand, 64 Sekunden. Also die beiden zusammen jetzt hier nach hinten gefallen. Sehr schade. Wird natürlich auch in der Gesamttabelle ein bisschen wieder was durcheinander rütteln. Die hätten heute ordentlich Punkte holen können. Nee, nicht Radeon, Doppel-Links war das. So, das sind hoffentlich nur Boxenausfahrten. Jawohl, Weinzettel und Fischer kommen jetzt hier raus. Mal gucken, Weinzettel auf jeden Fall ja hinter Hillegeist. Das war ja zu erwarten. Raus kommt auch Oliver Gehler. Gucken, ob hier Meier reinkommt. Jawohl, vor der Linie hier rein. Und dann wird das spannend zu sehen sein, ob er vor oder hinter Weinzettel rauskommt. Die waren doch relativ dicht hintereinander vor dem Boxenstopp. Ja, wir haben gerade jetzt die Hälfte rum und waren doch schon sehr viele drin. Also fehlen jetzt noch 8 Autos, glaube ich, oder 9. Irgendwas um den Dreh rum. Also schon einige frühere Boxenstopps als zu erwarten. Genau, DT von dem AMG haben wir gesehen. Der hat er ja auch schon absolviert. Ja, mit auf der Strecke gerade relativ ruhig, was die Zweikämpfe angeht. Müssen wir noch auf die letzten Autos warten, bis die aus der Boxengasse kommen. Gründel kommt nämlich auch wieder raus. Der stand 65 Sekunden. Ja. Ah, Fischer hatte eine DT, sehe ich gerade. Ah ja, also er hatte eine DT und der AMG, der, wo ist er jetzt? Auf der, ja, letzten Position. Aber das war jetzt gerade sein Boxenstopp, glaube ich. Ne, DT hat er schon absolviert, jetzt den Boxenstopp daher hier auf der letzten Position mit, ja, 5 Sekunden Abstand offenbar zu Michael Schneider und zu Philipp Noack. So, Pierre Meyer drinnen. Mal gucken, Marcel Lang bleibt noch draußen. Der fehlt uns noch und Fischer müsste fehlen. Genau, also 2 Piloten noch und dann sind alle drin gewesen. Dann haben wir wieder ein boxenstoppbereinigtes Feld. Und dann gucken wir mal, was sich dann die nächste halbe Stunde noch so tut. Hillegeist vorne scheint das ja ganz gut im Griff zu haben. Mal sehen, aktuell hat er 8 Sekunden tatsächlich Vorsprung vor Weinzettel. Sehr, sehr gut. Auch einen guten Boxenstopp gehabt. Ja, hat auch keinen Schaden oder irgendwas, konnte da seine Pace fahren und so kann er erstmal, ja, weiterfahren, würde ich sagen. Da ist er, biegt jetzt ein hier in die nächste Runde, in die 14. ist das jetzt. Also werden knapp 30 Runden fahren heute. So, Pierre Meyer, wo kommt er jetzt? Raus, da kommt er raus, wo ist Weinzettel? Das wäre sehr interessant, der ist hier. Ja, fahren wir bei Weinzettel mal mit. Wo ist denn jetzt der Audi da oben? Da rechts ist er. Oh, kann sich Pierre Meyer vielleicht die Position holen? Wahrscheinlich nicht, weil er noch viel zu wenig Geschwindigkeit hat. Der AMG kommt mit deutlich mehr Geschwindigkeit da natürlich hoch und damit. Ja, hat es leider nicht ganz gereicht, aber war recht knapp, muss man sagen. Aber die bleiben auf jeden Fall jetzt erstmal im Zweikampf. Was, wie gesagt, Hillegeist freuen wird. Kreling kommt aus der Box raus, jawohl. Auf der 10 ganz knapp hinter Husfeld und Ohlinger. Also hier der Husfeld zwischen den beiden Mosquito-Motorsportpiloten positioniert. Kurt Hassel kommt raus, gefolgt von Tim Schafhauser. Also haben jetzt gleich alle durch hier.
So, Hillegeist hat ganze 8 Sekunden Vorsprung. Vorhin waren es, glaube ich, 5 vor dem Boxenstopp ungefähr. Hat also hier, ja, den Vorsprung ausbauen können. Sehr, sehr schön. Wir sind gespannt, was können Weinzettel und Pierre Meyer noch ausrichten hier, vielleicht untereinander. Fischer dahinter, der aber noch in die Box muss. Also Alisch müsste dann auf der 4. Position Boxenstopp bereinigt sein. Hat aber auch, ja, schon so ein paar Sekündchen Abstand. So, Husfeld jetzt, aber der greift an. Mal gucken, Doppellinks, ob er reinhält oder ob er nochmal geduldig ist. Zeigt sich auf jeden Fall, geht aber wieder zurück. Ja, manchmal hilft das, dann kommt der Vordermann mal zu weit raus und dann kannst du auf der Innenseite vorbeigehen. Jan, ich bin gar nicht ganz sicher, aber gewechselt haben, glaube ich, alle. Könnte also sein. Da wechselt das gerne. Bei manchen ist ja, bei manchen nein. Aber bis jetzt, glaube ich, alle über 30 Sekunden auf jeden Fall in der Box gewesen. So, Marcel Lang auf der 1 gerade in die Box rein. Damit fehlt nur noch Fischer. Ich denke mal, der wird auch demnächst kommen. Oh, SG30 gab es hier für die 110. Das war Martin Kraus. Oh Mann. Der hat aber ein blödes Rennen hier. Das heißt, er hat SG30 gehabt. Hat er eine DT oder wurde es auf der SG30 hochgestuft? Kann natürlich auch sein, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall hat er eine SG30 gehabt. Dann war er in der Box, deswegen hat er da eine Minute Rückstand auf der letzten Position. Ah, es kommt doch nochmal rein. Interessant. Ja, jetzt sehen wir hier Husfeld auf jeden Fall vorbeigegangen an Ohlinger. Damit jetzt auf der 7. Position. Dürfte aber Marcel Lang noch vorbeigehen. Der steht hier, glaube ich, nämlich noch. Also da geht es nochmal ein Stück nach vorne. Ah ne, wir können mal auf Christoske gehen. Der ist nämlich gerade an Ben Utzer dran. Hier den McLaren. Vor der nächsten oder letzten Schikane. Da kommt er aber noch nicht so ganz vorbei. Oder doch? Geht doch außenrum vorbei. Sehr schönes Manöver hier. Ja, hast immer sehr, sehr gute Chancen dann für die Lassurs, die Kurve 1, die Enge rechts da vorne, dich auf der Innenseite zu halten. Auf der anderen Seite, ja, tauscht dich doch jetzt nochmal kurz die Linie. Gibst da fast den Konter. Ja, McLaren heute gut unterwegs hier. Da hatte der ja schon, war das an der Stelle? Ja, da war ja auch auf die Innenseite gegangen, hatte da die Kollision verursacht. Aber hier geht's auch am Porsche jetzt vorbei von Fischer. Nee, war es Fischer? Doch, müsste Fischer sein. Ja, aber damit der Audi vorbei am McLaren, der jetzt wiederum kontern könnte, gegebenenfalls. Wenn wir da mal rausschauen. Ah, rankommen wird, aber vorbei kommt es dann wieder die andere Frage. Beim Audi ist das gar nicht so einfach mal rauszuziehen. Ja, wir sehen es noch, der McLaren bleibt da eher auf gleichen Abstand. Kann da den Abstand nicht verkleinern. Und damit, ja, Chris Hoske tatsächlich auf der 15. So, da hinten auch sehr, sehr interessant. Finke, Noack, Schneider. Die haben ja alle einiges Position verloren. 7, 12 und 17 Position, Schneider. Also die alle eigentlich weiter vorne unterwegs. Jetzt sind sie hier hinten zusammen. Mal gucken, ob die vielleicht zusammen noch weiter nach vorne kommen. Jetzt haben die aber miteinander zu tun. Jetzt guckt ja jeder nochmal auf der Innenseite, ob er irgendwie eine Lücke findet. Aber auch hier hält sich der ganz innen zurück. Noack versucht jetzt hier vorbeizugehen. Der Honda kommt von hinten angeschossen. Muss ein bisschen aufpassen, nicht auf den Porsche aufzulaufen. Noack kommt an Finke vorbei. Mal sehen, ob Schneider auch noch hinterherziehen kann. Ja, Chancen stehen gar nicht so schlecht. Lässt auf jeden Fall genügend Platz für den Porsche, der dann leicht über die Wiese geht, denn jetzt kommt hier wieder die Brüxelles, die relativ enge Rechtskurve, Innenseite sollte er vorbeigehen, also Finke jetzt hier nochmal 2 Positionen verloren. Ja, die 3 insgesamt, 20 Sekunden Rückstand auf Gonzalez und Gründel, die haben wir hier nochmal. Genau, ich meine, Gründel war ja der mit der Sekundenstrafe, deswegen ist Gonzalez erstmal wieder vorbeigegangen, aber haben wir vorhin gesehen, dass Gründel da wahrscheinlich sich die Position wiederholen wird. Aber dann zahlt es trotzdem mit 8 Positionsgewinn aktuell. Sehr, sehr gut unterwegs. Denke, wird da recht zufrieden sein, wenn er es vielleicht nochmal gleich 1-2 verlieren könnte. Fischer jetzt auf der 21 rausgekommen, wie wir sehen. Damit haben wir alle, glaube ich, jetzt in der Box gesehen. Jawohl. Huch, was war Zoske los? Oh, das sieht bei Zoske gerade nicht gut aus. Nicht, dass der ein Disconnect oder so hat. Ja, aber der AMG tatsächlich, mit einer DT, einer SG30 und einem normalen Boxenstopp. Der war dreimal in der Box. Hat jetzt hier Ewigkeiten Rückstand. Fast 2 Minuten, fast eine Runde auf die nächsten Positionen. Ja, sehr schade. Von der 10 gestartet. Jetzt hier auf der 23 einsam unterwegs. Der wird die 23 Minuten noch irgendwie über die Bühne bringen. Und dann Jan Haken dran setzen. Ja, 2-3 bleibt weiter entspannt. Pierre Meyer bleibt dran. 1,3 Sekunden. Husfeld nur auf der 6. Gut für Hillegeist, gut für Pierre Meyer, der dann natürlich auch nochmal Punkte gut machen wird auf Position 2 in der Gesamtwertung. Ja, Alexander Gründel jetzt hier in der
Urush hat ein bisschen Dirty Air gehabt hier hinter Don Salas, wahrscheinlich. Aber auch da dürfte das Heck gekommen sein. Da ging es womöglich in die Wand. Der hat sich, glaube ich, auch gerade zurückteleportiert. Wir sehen es, er ist in die Box zurück. Also da hat er keinen Sinn mehr gesehen. Auch hier wieder so ein Klassiker. Ja, schon das zweite, dritte Mal, dass wir einen Porsche sehen, der hier abfliegt. Und damit, ja, das Rennen für ihn leider beendet. Wird hier dann, ja, 23. werden, wie es aussieht. Außer Chris Soske, der wirklich irgendwo sonst wo ist, aber nicht auf der Strecke. Vielleicht nochmal wiederkommt. Ja, ja. Das gleiche gilt nämlich auch für Hillegeist. Der kann da vorne fahren. Der macht keinen Fehler, das muss man sagen. Fährt da seine Pace. Aber hat auch wieder hier ein bisschen Glück, dass die dahinter, ja, nach und nach ausfallen, mehr oder weniger. Also sehr, sehr gutes Rennen für ihn. Hat auch momentan noch die schnellste Runde mit einer 18-0, wie es aussieht. Also der könnte hier die maximalen Punktzahl von 31 Punkten heute holen im Rennen. Und damit ein bisschen was gut machen auf Nick Husfeld, der hier auf der 6 verharrt mit 4 Sekunden Rückstand. Also schauen wir mal, Hillegeist hier auf guten Wege die Gesamtwertung zu gewinnen. Aber heißt ja nicht, dass es auch die nächsten Rennen auch so läuft für ihn. Kann ja auch mal umgekehrt sein. Ja, ACC TV, das resettet ja, genau hier unten steht, seht ihr es ja, 17.4, richtig. Resettet das ja nach dem Boxenstopp immer, deswegen. Aber ja, hier ACC intern steht es nochmal, 17.4. Ja, hier reicht das auf jeden Fall, um vorne zu bleiben. An anderer Stelle bist du damit 25. So, was macht Pierre Meyer? Seine Reifen dürften jetzt ja auch inzwischen warm sein. Das heißt, er kann jetzt hier aus den vollen schöpfen. Waren jetzt nicht so weit auseinander. Ich glaube, ein, zwei Runden nur. Ja, zwei Runden, nee, eine Runde sogar nur Unterschied zwischen den beiden beim Boxenstopp. Das heißt, der Reifenunterschied dürfte nicht allzu groß sein. Eigentlich gar nicht bemerkbar. Das heißt, beide mit gleichem Material unterwegs hier auf den Reifen. Und gucken wir mal, 0,7 Sekunden kommt aktuell auf jeden Fall mal ran. Könnte nochmal spannend werden hier. Andere Zweikämpfer auf 7 und 8, auf 10 und 11, auf 15, 16, 17, 18 auch nochmal. Noack Schneider, die sich davon Finke absetzen können auf jeden Fall. Oder war das Gründel noch vorhin? Nee, der war hinter Don Salas, ne? Ja, auf jeden Fall nur im Zweikampf, wenn überhaupt, unterwegs auf 17 und 18. So, wir machen noch Position Deltas, weil wir haben die Boxenstopps ja durch und sehen, Hillegeist, wie gesagt, vorne geblieben. Sonst Husfeld da leider mit einigen Positionsverlusten, Witzmann leider auch. Ja, sonst fast alle was gewonnen, weil die, die verloren haben, sind ganz hinten oder gar nicht mehr dabei. Wir sehen es jetzt auch, Christoske müsste auch runter sein, genau. Gründel steht in der Box, damit haben wir 21 Piloten und Autos aktiv auf der Strecke. Und ja, Schneider, Michael Schneider mit vielen, vielen Verlusten. Philipp Noack natürlich. Auf der 17 auch. Sehr schade für ihn. Ja, Marcel Lang gut nach vorne gekommen. 11 Positionen. Einzige mit zweiständigen Positionsgewinnen. Auch Alex dürfte zufrieden sein. Von der 11 gestartet, jetzt auf der 4 unterwegs. Ja, Podium 10 Sekunden weg. Wird nicht unbedingt was. Nicht aus eigener Kraft, würde ich mal sagen. Nur kurz zu Schafhauser gehen. Der greift nämlich gerade Kurt Hassel an. Aston Martin gegen Porsche. Ja, also wird einige zufriedene Gesichter geben, auch einige, die nicht ganz so zufrieden sein werden, aber das hast du ja fast in jedem Rennen, würde ich mal behaupten. Positiv können wir auf jeden Fall festhalten, dass die Startphase sehr sauber war. Fällt jetzt auch inzwischen doch gut auseinandergezogen, auf der Karte kann man es ganz gut sehen, an den Abständen auch, sind ja doch bis zum Boxenstopp relativ dicht zusammen gewesen. Zumindest ja kaum einer, der da jetzt komplett abgeschlagen war. Hat sich jetzt ein bisschen geändert, natürlich auch durch die Strafen, ich kann noch mal nachschauen, ob wir noch welche offen haben. 15 Sekunden gibt es für Schneider, dem Honda. Interessant. War das für den Vorfall, wo er in BMW rein ist? Wenn ja, dann... Ja, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt so nicht beurteilt, aber gut, das ist nicht meine Baustelle. Wir konzentrieren uns vielleicht mal auf den Zweikampf, während Pierre Meyer vorne auf jeden Fall mal dran bleibt, 0,7. Alles andere gerade nicht so super spannend. Mal gucken, ob Olinger, Kreling 7-8 nochmal zusammenfinden. Utzer, Don Salas vielleicht nochmal. Willst du mich verarschen, du Bleiberde? Das war Fahrerflucht! Allein der Lack hat mich 50.000 gekostet, du Affe! Das war Fahrerflucht, ja.
Ja, aber da konnte er eigentlich nicht viel machen, weil wenn du die Doppel links reinfährst, das trägt dich so oder so nach draußen, da kannst du nichts machen. Selbst wenn du bremst, entweder fährst du rein oder drehst dich weg. Naja. Werden schon wissen, was sie machen. Nee, da war sogar Duplos holen, ja. Oh, Duplos habe ich auch lange nicht mehr. Hast du die normalen oder hast du die dunklen oder die hellen? Ich finde die hellen auch ganz cool. Ganz cool finde ich auch Pierre Meyer, weil er hier gerade an Weinzettel dran ist. Ja, könnte nochmal Position 2 werden. Kann er mal mitfahren hier durch Rouge und Radignan. Immer sehr, sehr schöne Bilder, wie ich finde. Lukas Ficke mit einer gelben Flagge. Wo ist der denn? Ah, einsam unterwegs. Nach der No-Name heißt die Kurve, glaube ich, die Kurve, die Linkskurve, die umgebaut wurde, beziehungsweise wo noch eine zusätzliche Kurve eingebaut wurde, womöglich da, ja, weggerutscht oder ähnliches. Na, jetzt haben wir gehört, Hassel und Schafhauser im Zweikampf, da gab es jetzt den Positionswechsel. Ne, Hassel vor Schafhauser immer noch. Also wahrscheinlich mal kurz hier die Nase daneben gehalten. Pierre Meyer kann die Nase noch nicht daneben halten, wie es aussieht. Ja, Wex, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hätte ich jetzt auch nicht so als seine Schuld begutachtet. So, Pierre Meyer, aber hier konzentrieren wir uns vielleicht darauf. Erstmal 0,4 Sekunden dran. Also mithalten kann er mindestens, wenn nicht sogar ein Tickchen schneller. Was sagen die Temperaturen? Tick, ja, leiser wollte ich schon sagen. Kälter geworden, 1 Grad, glaube ich, oder sowas. Also sehr, sehr gute Rennbedingungen hier. Regen ist auch ausgeblieben, wird auch so bleiben. Also da war so mal ein ganz kurzer Schock am Ende des Qualifyings, die letzten Sekunden. Da hätten sich ja noch ein paar Autos verbessern können. Hat sich ganz gereicht. Auch Pierre Meyer war einer davon. Aber jetzt, ja, Position 2, wenn er das holen kann. Auch Position 3, glaube ich, kann er sehr zufrieden sein. Hat er sich auch aus dem Tumult raushalten können. Und jetzt hier nochmal eine doch recht spannende letzte Viertelstunde, die er vor sich hat. Auch Thomas Weinzettel. Wir gucken mal, wo der in der Gesamtwertung ist. Weinzettel auf der 9 in der Gesamtwertung. Vorletztes Rennen Platz 2 geholt. Letztes Rennen leider nicht beendet. Also heute, ja, wieder gut dabei. Punkte zu holen. Und das könnte auf jeden Fall nochmal nach vorne gehen. Chris Kaiser auf der 8 in der Gesamtwertung fährt ja nicht mehr, wie es aussieht. Den holt er sich auf jeden Fall. Philipp Nurk auf der 7 in der Gesamtwertung ist hier ja nur 17. Den müsste er eigentlich auch noch einholen. Und Chris Schneider. Ist Chris Schneider heute dabei? Michael Schneider auf jeden Fall. Und jetzt ist hier Pierre Meyer vorbeigegangen, habt ihr gerade gesehen, wenn ich hier Zahlenspielchen mache. Ja, aber was ich sagen wollte, Weinzettel könnte auf jeden Fall einiges an Positionen in der Gesamtwertung gut machen. Pierre Meyer derweil kann hier seine dritte Position, ja, auf jeden Fall behaupten mit der zweiten Position hier jetzt. So, was haben wir jetzt hier? Husfeld nochmal gegen Gehler, da hinten Kreling und Olinger. Oleger, so rum, beiden Teamkollegen hier. Kokos gibt's auch noch. Hab ich noch nie gesehen. Da esse ich höchstens Raffaello noch, aber sonst so Bounty mag ich auch nicht unbedingt. Moin Axel. So, jetzt haben sich doch noch ein paar Zweikämpfe ergeben tatsächlich. Manchmal muss man ein bisschen warten. Nee, muss ich auch nicht sehen, nee. Nee, aber so Raffaello aus dem Kühlschrank oder so. Ganz, ganz lecker. Ja klar, geht immer um Essen hier. So, Husfeld im Windschatten dran. Ja, aber was bringt das? Rankommen vielleicht, aber vorbeigehen. Außer er bremst sich jetzt noch hier rein. Und ein Gründel mit einer gelben Flagge. Ah, das ist oben Radignan. Der hat sich ja noch zurückteleportiert. Also bleibt hier in der Box jetzt erstmal. Giotto auch ewig nicht gegessen. Ja, Pierre Meyer schon eine Sekunde vorne weg. Also Position 2, wenn er keinen Fehler macht, sollte doch eigentlich gebongt sein. Hillegeist ist auf der 1, der hat da auch nicht wirklich viel zu befürchten. Pierre Meyer jetzt mit einer, gucken, seine schnellste Runde war eine 17,7, die ist aus diesem Stint. Weinzettel hat eine 17,9, also ja, wie gesagt, ein bisschen langsamer gewesen. Huch. So, jetzt gucken wir mal, Husfeld, der macht hier richtig gut Druck. Wir fahren mal mit beim Porsche. So sieht das aus, wenn man hinter dem McLaren fährt. Ja, haben wir gesehen, Chris. Da ja, konnten wir in den Wald reingucken. Sehr, sehr schade. Aber gucken wir mal, was der Teamkollege jetzt hier gerade macht. Ja, wie gesagt,
Räume im Mittelfeld in der Gesamtwertung doch relativ eng. Also hier geht es auch wirklich um jeden Punkt. Auch zwischen den beiden würde ich mal fast behaupten. Kann ja mal kurz gucken. Gela, wo ist der denn? Der ist ja auf der 26 sogar nur, aber fährt auch erst sein fünftes Rennen mit. Aber hier kann er mal richtig, richtig Punkte holen. Und da würde er nochmal einen guten Sprung nach vorne machen. So ja, Richtung Top 20 vielleicht. Also der wird hier interessiert sein, seine fünfte Position, sehr, sehr starke Position, nach Hause zu fahren. Ja, Nikos Feld hat da auf jeden Fall was gegen. Der will hier auch jeden Punkt mitholen oder holen, um hier den Abstand ja möglichst klein zu halten zu Hüllegeist. Aber ja, heute wieder ein kleiner Rückschlag, würde ich mal sagen. Letztes Rennen ja gar nicht gefahren, da Punkte verloren sozusagen. Und hier heute, ja, muss auch ein bisschen federn lassen. Ist ja von der 2 gestartet hier. Oh, Erdnüsse sind auch immer lecker, ja. So, Don Zalla ist aber auch mit einem sehr, sehr zufriedenstellenden Rennen, würde ich sagen. Position 16, gerade dran an Ben Uzza. Also 8 Positionen, vielleicht werden es jetzt auch 9. Ah, ein bisschen zu spät auf der Bremse. Ich denke, da wird er auch sehr zufrieden sein. Guck mal kurz, Don Zalla, wo der in der Gesamtwertung ist, auf der 27. Hat 13 Punkte holen können. Also heute, ja, vielleicht auch nochmal irgendwie ein paar Pünktchen hier. Nee, auch nicht viele, aber trotzdem gut nach vorne gekommen. Moin, Fabi. Axel hat immer Hunger. So, kommen die ganzen Zweikämpfe gerade her. Guck mal hier, Schneider und Noack. Also die bleiben auf jeden Fall mal zusammen. Die beiden, ja, Pechvögel sozusagen. Zumindest mal der Honda, der da ja nicht wirklich viel machen konnte. Noack da das Auto verloren, was mal ganz, ganz schnell geht in der Doppel-Links. Jetzt hier im Zweikampf unterwegs. Mal sehen, ob es diesmal ohne Kontakt geht. Gehe mal ganz stark von aus. Beide jetzt hier auf der Chemistrate unterwegs. Ja, viel wird auch nicht mehr da passieren, außer dass sie vielleicht nochmal tauschen. Nach vorne 12 Sekunden, nach hinten 20. Also recht einsam hier unterwegs hier. Aber könnten nochmal ein bisschen Spaß haben für die letzten 10 Minuten. Moin Marcel. Oder Marcel, so viel mehr. So, Gründel kommt jetzt wieder aus der Box raus. Der, ja, 2-3 Runden Rückstand hat. Fährt also erstmal weiter. Aber auch da wird die Sache schon gegessen sein, wo wir schon beim Thema wären. So, ja, gucken wir mal. Müssen wir mal abwarten, was jetzt bei den Zweikämpfen passiert. Haben noch einiges im Petto, würde ich sagen. Ihr seht es ja links an den Abständen. Ganz vorne, ja, Pierre Meyer kommt da sehr, sehr gut weg. Hier sehen wir es jetzt auch mal. Audi da vor dem AMG. 2 Sekunden, kann sich da wunderbar absetzen. Letzte Runde noch mal eine halbe Sekunde schneller gewesen. Also das Ding ist doch soweit durch, möchte ich mal sagen, auf dem Podium. Alisch auf der 4 jetzt auch nicht wirklich im Bedrängnis. Hat das Glück, dass dahinter ja ein schöner Zweikampf gerade stattfindet. Und der Gela verteidigt sich hier aber sehr, sehr gut. Porsche kommt hier deutlich besser raus. Oh, macht hier auch gleich dicht. Jetzt geht der Porsche wieder auf die Innenseite. Mal sehen, ob er jetzt da reinhält oder ob er auch hier wieder zurückzieht. Kreling, Ohling, Ohlinger Kreling so rum. Haben da auch gerade getauscht. Da in der La Source, möchte ich mal fast sagen. Oh, Spätangriff vom Porsche. Bisschen überschossen. Und dann gleich wieder zurückgetauscht. Ja, kurzes Gastspiel hier auf der 7. Position. Jetzt auch beim 3. Zweikampf gibt es hier ein kleines Techtelmechtel. Dort Zalas da, ja, nicht vorbeigekommen. Offenbar musste er da ausweichen. Schauen wir mal in die Wiederholung rein. Richtung Schikane, Anbremszone. Oh, der McLaren nimmt da sehr, sehr viel Curb mit. Gucken wir mal, ob der Aston Martin da tatsächlich zu spät auf der Bremse war. Ja, war. Wollte sich daneben setzen, hat aber nicht ganz gereicht. Da ist er ein bisschen geradeaus gefahren. So, Gründelkursch wieder gelbe Flagge. Lassen wir aber mal sein. Gucken mal wieder auf die weiteren Zweikämpfe. So, Hassel Schafhauser. Da geht auf jeden Fall noch was. Brunner Kreling haben wir eben gesehen in La Source. Und Gelaus fällt auf jeden Fall. Der macht auch richtig gut Druck. Sonst hat sich das Feld so halbwegs beruhigt. Mal gucken, Noack Schneider. 17, 18 haben wir auch noch. Ja, müssen wir noch jeden Unfall zeigen. Sein Rennen ist ohnehin gelaufen. So, jetzt geht es wieder in die Doppel-Links rein. Schön hier in der Dirty Air. Gucken, ob Schafhauser sich hier trotzdem gut dranhalten kann. Jawohl, aber wir sehen, er muss ein bisschen federn lassen. Kann vielleicht nicht ganz so viel Geschwindigkeit mitnehmen, weil sonst die, ja, Aero nicht reicht, der Grip nicht reicht, um da hinterher zu fahren. Rutscht da vielleicht sonst raus. Aber sehr, sehr schöner Zweikampf. Götthasse mit 9 Positionsgewinnen. Schafhauser auch mit 9. Also beide hier parallel nach vorne gekommen.
Ah, Husfeld probiert's hier, aber auch da kann er sich nicht daneben bremsen. Ah, fast der Kontakt hier. Aber ich glaube, Gehler, wenn der das nach Hause bringt, wird noch ein langer Weg. 4 Runden dürften es noch sein. Ja, wird da die Korken knallen lassen, hätte ich fast gesagt. 4 Positionen gewonnen. Und ein Husfeld, der ja nun wirklich mit zu den Schnellsten hier im Feld gehört, kann er hier hinter sich halten. Wird natürlich ein Hindelgeist freuen. Vielleicht ja, kriegt er einen ausgegeben vom Ricardo vorne, wenn er ihn hier hinter sich halten kann. Wie gesagt, kostet doch mal 1-2 Punkte auf jeden Fall nach vorne. Oh, jetzt sieht er hier wieder raus. Bin gespannt, ob er hier jetzt gegenhält oder ob er sich geduldet. Er will hier gegenhalten. Nimmt das Effi Körb mit. Muss natürlich aufpassen, das Auto nicht zu verlieren. Hat jetzt aber den Schwung dafür ja eigentlich verloren, aber bleibt trotzdem dran. Vielleicht der McLaren auch nicht so optimal durchgekommen. Aber eine sehr, sehr schwitzige Angelegenheit hier für beide Piloten. Nach 7 Minuten. Ja, wird mir nicht wundern, wenn er jetzt hier sich reinbremst. Na, macht er aber nicht. Spannender Zweikampf woanders. Hat sich jetzt erstmal etwas beruhigt zumindest. Deswegen können wir noch einen Moment hier bleiben. Moin, Lukas. Na, ja, bin gespannt, wo er nochmal angreifen kann. Fährt jetzt schon einige Runden hinterher. Dürfte also schon gemerkt haben, wo er vielleicht eine Chance hat, wo er schneller kann. Natürlich vor allem in den Anbremszonen. Muss hier vielleicht auch noch einen Fehler auch noch hoffen von McLaren. Aber Druck macht er auf jeden Fall. Mehr kann er jetzt erstmal nicht machen. Mal sehen, wo es dann vorbeigeht. Wir gehen mal zu Schneider rüber. Philipp Noack nämlich. Ja, der muss sich genauso verteidigen. Geht hier schon etwas auf die Innenseite der Honda, auf der Außenseite. Das sehen wir eigentlich auch relativ häufig. Heute tatsächlich nicht so oft, dass man hier sich links daneben setzt und vorbeigeht. Meistens hat sich der auf der rechten Seite durchgesetzt. In dem Fall ja auch ein Philipp Noack vorne geblieben. Kreling mit einer gelben Flagge. Der war doch gerade mit Oliga da im Zweikampf. Da unten sehen wir ihn noch. Und dann ist ihm hier ja das Heck gekommen beim Umsetzen. Kann das Auto aber noch abfangen. Wir sehen es hier. Geht dann relativ problemlos weiter. Aber natürlich etwas Zeit verloren. 2,6 Sekunden jetzt hier der Abstand. Also nochmal, weiß ich nicht, 1,5 Sekunden verloren. 1 Sekunde ungefähr. Aber genau, gut gerettet. Und ja, macht jetzt keinen großen Unterschied. Position 8 auch trotzdem ein sehr, sehr gutes Rennen von der 15 Jahr gestartet. Und ja, ist auch sein Teamkollege, der auch 7 Positionen nach vorne gekommen ist. Auch die beiden zusammen also einiges gewonnen. Ja, Pierre Meyer deutlich schneller, wie wir sehen jetzt hier. Weinzettel schon 4 Sekunden hinterher. Den hat er da nicht hinter sich halten können. Position 3 wird es wohl werden. So, wie es aussieht. 2 Duelle, vielleicht 3. Noack hält sich hinten auf der 17. Aber 5 und 6 und was wir hier sehen, 10 und 11 auf jeden Fall nochmal. Interessant. 4 Minuten 50 haben wir noch. Der Führende ist gerade im zweiten Sektor unterwegs. Ja, dürfte noch 2 Runden und der Rest von dieser sein, oder? Na, schauen wir mal. Müsste ja, 2 Runden noch. Irgendwie sind Dreh rum. Werden wir gleich sehen. Und hier sehen wir den weiteren Angriff. Jetzt hier außen rum. Vielleicht kann er die Nase daneben halten. Und da gibt es die leichte Berührung zwischen beiden. Aber der Porsche bleibt ganz, ganz hartnäckig außen rum. Geht hier komplett raus. Vielleicht holt er sich nochmal einen Cut. Aber wird er hier ja in Kauf nehmen, wenn es denn reicht für den Positionsgewinn. Geht ja auch gleich auf die Innenseite, um hier dicht zu machen. Und das hat gereicht, wie wir gesehen haben. Gehler konnte das dann doch nicht ganz verteidigen. Ja, schade, aber hat sich da wacker gehalten, die Runden. Heißt aber nicht, dass er sich den Porsche nicht doch nochmal schnappen kann. Wir haben es gesehen, vor allem die Porsche heute da in Rouge. Etwas mit Problemen. Auch in Husfeld kann das nochmal passieren. Wenn er das hier ja, nach Hause bringen will, muss er nochmal konzentriert bleiben. Wir gehen jetzt zum anderen Zweikampf. Schneider, Noack. Die kommen nämlich gerade hier oben raus. Ja, Honda ein Tick weg. Wird jetzt vielleicht ein bisschen aufholen können. Halbe Sekunde hat er Rückstand. Auch der hat nicht mehr viel Zeit hier. 3,5 Minuten gleich noch. Der Führende ist jetzt in der Schikane. Also 2 Runden genau haben wir noch. Die beiden fast noch 3 Runden. Sind also noch knapp 20 Kilometer. Und dann gucken wir mal, ja, ob die nochmal tauschen oder nicht. Wird nicht so viel ändern. Denn punktetechnisch ja, nimmt sich das da eigentlich nichts. Weil sind die ersten, ja 15 glaube ich, die Punkte bekommen. Also die gehen leer aus. Don Salas, ja, der ist vielleicht nochmal dran. Ben Utza, den hat er ja schon unter Druck setzen können da vorhin. Haben wir in der Schikane gesehen, wo er ein bisschen überschossen hat, der Aston Martin da oben. Also hier geht es nochmal um einen Punkt. Ben Utza, ja, ist in die Punkte gefahren, von der 17 gestartet. Ja, ohne den Unfall da wäre vielleicht nochmal weiter vorne gelandet. Und ohne die Strafe natürlich. Von der wir hoffentlich keine mehr offen haben, oder? 15 Sekunden für Schneider noch auf der 18. Ach ja, genau das Thema.
Das heißt, das ist ja gar kein richtiger Zweikampf da hinten. Weil Schneider 15 Sekunden rauf bekommt und ja, wird aber an der Position nichts ändern, muss man es auch sagen. Finke dahinter schon fast eine halbe Minute weg. Aber Noah kann das dann doch entspannt nach Hause fahren hier. 7 Sekunden nach vorne. Bisschen rangekommen an Don Salas und Co. Aber das wird wohl auch nicht mehr reichen, um da ja in die Punkte zu fahren, nehme ich mal an. So, haben wir hier dann nochmal. Marcel Lang und Daniel Müller im Zweikampf. Wo kommt das denn plötzlich her? Hier der Porsche von Daniel gegen den BMW von Marcel. Hier geht es auf jeden Fall nochmal ein paar Pünktchen. Die ersten 15. Und da muss Daniel Müller leicht abkürzen in der Dirty Air, sonst wäre ihm vielleicht das Heck gekommen. Ja, DTs haben wir aber nicht so viele gesehen heute tatsächlich. Also in-game. Eine DT, eine SG30 und dann glaubt noch eine DT, von der Reko. Plus die paar Sekunden Strafen noch. Also strafentechnisch hat es heute echt in Grenzen gehalten. 1 Minute 40 noch, geht also gleich in die letzte Runde rein. Der Führende gerade im dritten Sektor unterwegs. Hier geht's zur Sache und hier, ja, bin ich gespannt, wer sich hier nochmal einen Punkt holt. Ob es Utzer oder Salas ist. Daniel Müller jetzt mit einer gelben Flagge, mit einem Fehler. Eieiei, was da passiert. Huch, Stack gekommen gegen Pettler. Dann gehst du mal recht heftig in die Wand rein für Daniel. Ah, super ärgerlich hier in der vorletzten Runde. Jetzt hören wir es auch gerade hier in der vorletzten Runde. Holt er sich nochmal Schaden? Klar, der wird jetzt nicht in die Box fahren. Der wird auch die letzten 1,5 Runden nochmal nach Hause dengeln hier. Mal gucken, ob es reicht oder ob Phil Bartel nochmal kommt. 5 Sekunden ist er da hinten. Dahinter. Mal gucken, ob das hier reicht. Ah, Don Salas lässt nicht ab hier. Auch er noch gute 1,5 Runden Vorsprung, sag ich schon, vor sich. Ja, 2 Autos haben wir verloren. Plus Gründel, der aber auch wieder unterwegs ist, muss man sagen. Sehr, sehr schade. Der war doch vorne gestartet, ne? Ja, Position 3. Heute geht er leer aus. Hätte da, ja, auch dick Punkte mitnehmen können. Dürfte sein schlechtestes Rennen sein, wenn ich mal kurz gucke. Ja, deutlich. Hat er immer mindestens, was heißt mindestens, deutlich zweistellig punkten können. So, Ohlänger hier auf der Innenseite. Ganz, ganz eng muss er anfahren. Der Porsche denkt sich, dann fahre ich halt außen rum. Ist der Weg natürlich länger, kommt nicht vorbei. Eieiei. Ja, zwei Streicher gibt's. Die sind auch schon einberechnet jetzt gewesen. Ah, geht's jetzt hier zu zweit rein? Na, nicht so ganz. Der BMW lässt ein bisschen Platz. Der kann sich da nicht sicher sein. Er kann sich aber sicher sein, dass er den Porsche hinter sich halten kann auf der Camel Straight. Liga ist vorne 12 Sekunden weg. Also auch, ja, natürlich vom Zweikampf kurz profitiert, aber allgemein scheinbar auch schneller. Obwohl Pierre Meyer da letzte Runde eine halbe Sekunde schneller war als alle anderen da vorne. Gut unterwegs hier. Ja, mal gucken, ob die sich hier in Ruhe lassen, aber könnte auch sein, dass sie trotzdem in Zweikampf gehen. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Aber gucken wir mal hier. 0,3 sieht auf jeden Fall spannend aus. Hier haben wir keine Teamkollegen. Da wird es dann eher nochmal zur Sache gehen. So, der Führende, ja, gehen wir gleich drauf. Dann gucken wir erstmal, ob Schafhauser jetzt hier Brüxell vielleicht angreifen kann. Da kommt natürlich kurz ja, die Andeutung der Verteidigungslinie vom Porsche. Ja, da kannst du hinterherfahren, auch wenn du schneller durchkommst. Kein Platz hier. Ah, leichter Quersteher vom Aston. Da war ein bisschen zu früh auf dem Gas. Da wollte er auch, ja, möglichst dranbleiben natürlich. Jetzt geht's hier wieder doppelt links. Aber wir müssen, glaube ich, nach vorne gehen. Warten wir mal kurz den Eingang der Kurve ab, ob hier beide reinkommen in die Kurve. Ja, sieht gut aus. Und da kommt Ricardo Hillegeist. Startziehsieg war nie so wirklich gefährdet. Am Anfang war es noch halbwegs eng. Dann haben sich so ein paar Autos verabschiedet. Holt sich hier, ja, 31 Punkte, wie es aussieht. Wenn er die schnellste Runde dann auch tatsächlich hat. Auf jeden Fall die 30 für die Platzierung. Glückwunsch an Ricardo. Glückwunsch an Pierre natürlich. Hier von der 6 auf die 2 wird er auch sehr zufrieden sein. Damit seine dritte Position doch noch weiter gesichert in der Gesamtwertung. Thomas Weinzettel hier auf der 3. Denke ich auch sehr, sehr zufrieden. Da ging es auch einen Tick nach vorne. So, gucken wir nochmal hier rein zu Don Salas, zu den Zweikämpfen. Was sich da noch so tut. Ansonsten kommen sie da alle nach und nach ins Ziel. Nikus fällt auf der 5. Gehler hat da noch überholen können. Der da aber, denke ich, mit seiner 6. Position sehr, sehr zufrieden sein darf. Max Ohlinger wird dann gleich noch über Ziel kommen. Da immer Porsche und BMW abwechselnd am Ende der Top 10. Also da haben einige an Position gewonnen, wenn wir es hier nochmal uns anschauen. Ja, fast alle vorne mit grünem Delta, Busfeld-Witzmann mit roten und natürlich alle anderen dahinter.
gediegen nach Hause gebracht. Allerdings, die langweiligsten Rennen sind dann oft die erfolgreichsten. So, gibt's jetzt nochmal den Angriff? Ich denke nicht. Außer natürlich, Uzzafa tut sich hier komplett. Tut er aber nicht. Wird sich also Position 15 holen. Und Don Salas, ja, wie gesagt, mit 8 Positionsgewinnen wird er heute zufrieden sein können. Von hinten gestartet auf die 16. Gutes, gutes Rennen von ihm. Ja, Philipp Noack auf der 17. Michael Schneider da mit einer 15-Sekunden-Strafe noch belegt, aber ändert an der Position erstmal nichts. Beide gehen hier ohne Punkte heute nach Hause. Ja, sehr unglücklich die Situation, aber das passiert da leider mal. Dann fehlt uns noch der Lukas Finke von der 12 auf die 19. Da wird die Stimmung auch nicht allzu gut sein. War jetzt auch nicht super spannend hier. Die letzten Minuten, halbe Minute nach vorne, 20 nach hinten. Müsste einer der Letzten sein, der noch unterwegs ist, wenn nicht sogar der Letzte. Das heißt, wir haben alle Autos gleich hier im Ziel in ein paar Sekunden. Und ja, wie gesagt, 2 Autos verloren heute. Das geht eigentlich noch, haben wir schon anders erlebt. Und damit haben wir das Rennen geschafft, das Rennen 15. 4 haben wir noch auf dem Plan. Und ich würde sagen, wir gehen kurz ins Studio und dann können wir mal gucken, wohin wir noch raiden könnten. So. So, Server schon weg hier oder was? Ja, sieht so aus. Naja, machen wir das. Ja, schönes Rennen. Startlich sehr gut. Dann hatten wir 1, 2, 3 Kollisionen. Ein paar Zweikämpfe hatten wir auch. Hat sich dann irgendwann alles ein bisschen auseinander dividiert. Vorne in der Führungsgruppe, sag ich mal, hat sich der eine oder andere leider verabschiedet. Freiwillig oder unfreiwillig, eigentlich muss man ja eher sagen. Daher Hillegeister souverän vorne weggefahren, hat wieder den Vorsprung weiter ausbauen können in der Gesamtwertung. Auch so ein paar Leute, die eher weiter hinten eigentlich ja, in der Gesamtwertung sind, konnten heute nochmal ein paar Punkte holen. Also, ja, schönes Rennen. Gucken wir dann nächstes Mal in die Gesamtwertung rein. Wir können zu Race Place gehen. Ja, können wir machen. Was fährt er denn hier gerade? Suzuka. Ich schätze mal LFM, würde ich mal behaupten. Zack, zack, zack. Starten wir in Raid schon mal. Achso, Public. Ja, egal. Gucken wir mal, was da so geht. Ja, dann schicke ich euch da gleich mal rüber. Ansonsten danke noch für die Follows gerade, Lini und Sky. Herzlich willkommen. Wir sehen uns, denke ich mal, morgen. Da machen wir dann wieder LFM, irgendwie so 2, 3 Rennen. Mittwoch müssen wir mal schauen, Pro Series, ob Andi oder ich machen. Müssen wir gleich nochmal abschnacken. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Hoffe, hattet ein ja, schönes Rennen zum Zugucken zumindest. Glückwunsch an die Piloten. Nächsten Montag geht's dann weiter. Was habe ich gesagt mit Belgien, sag ich schon, da sind wir ja gerade, Ungarn natürlich, Ungaroring, das wird auf jeden Fall interessant werden, nicht so einfach zu überholen dort, aber ja, schauen wir dann nächsten Montag wieder um 20 Uhr, geht's ungefähr los, ich wünsche euch einen schönen Abend, lasst mir ein paar Grüße hier da bei Race Place und wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen Abend ab 19 Uhr ungefähr, LFM, also macht's gut, ciao, ciao.